Wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Herzlich willkommen zu Ich weiß, was du nicht weißt, unserer interaktiven Live-Game-Show hier auf Twitch. Schön, dass ihr alle da Hallo. seid. Hab euch schon im Chat gesehen. Hallo, hallo, hallo. Hoffe, es Ich weiß funktioniert nichts. alles. Ihr hört mich und die anderen. Das würde mich sehr freuen. Dann funktioniert auch technisch alles. Das Ganze heute Abend wieder. Ich weiß, was du nicht weißt. In der Team-Edition. Wir haben drei Teams bestehend aus jeweils zwei Mitgliedern. Und das erste Team heute Abend. Okay. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob man in dem Fall gendert oder nicht. Es hat sich in meinem Kopf irgendwie mit Mitgliederinnen, das wäre dann, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. So, wir haben drei Teams unten links heute Abend. Der Kegelgott himself, Die zumindest Gewinner! 50% davon. Und Sepp ist Hallo. Unser Team 1 heute Abend. Gott. Ja, der hat ja nicht mitgekegelt. Let's go, Leute! Bartkam ist auch am Start. Wir sind frisch aus Irland zurück. Und Nordirland, vor allen Dingen Nordirland natürlich. Wir meinst du dich und den Bartkam, ne? Oder und war Sepp. Der. Ja, okay. Der Bartkam, den habe ich kein einziges Der Sepp Mal war in auch nicht Irland mit. Gesehen. Der war, der lag die ganze Zeit hier. Oh, ich wollte gerade sagen, hat so voll Entzug, ne? Ja, voll. Ich genieße den gerade voll. Ich kann ihn gar nicht weglegen. Ich muss immer weitermachen. Ja. In der Mitte heute Abend, unser zweites Team, besteht aus den anderen 50% des Kegelclubs Pete's Meet 2011 e.V. Brammen und Christian. Hallo, schön, Hallo. Dass ihr da seid. Geil. Wieder in Deutschland. Sehr schön, sehr schön. Und unser drittes Team heute Abend, sie sind Neulinge hier bei den Pete's Meet Live-Spielshows und deswegen bin ich besonders gespannt, wie sie heute Abend abschneiden werden. Herzlich willkommen, Starlet, Nova und Reese. Hallo, Hallo. Hey. Willkommen! Hallo, hey. Dankeschön. Danke, 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 danke. Schön, dass ihr da seid. Ich bin sehr gespannt. Habt ihr euch irgendwie vorbereitet? Also ich habe euch ja eben schon gesagt, so wirklich, Allgemeinwissen bringt euch hier nichts. Da kann man sich auch nicht vorbereiten, oder? Da kann man sich auch nicht vorbereiten. Ja, aber Fun Facts vielleicht. Die richtige Antwort wäre gewesen, dann sind wir hier genau richtig, wenn Allgemeinwissen nichts bringt. Hey, Andi, ich habe mir eine ganz kurze Frage. Ja. Was hast du, Peter, ich bin geil, einen Helm im Stream aufgesetzt. Ja, was hast du mit mir gemacht, Andi? Ich sehe es auch gerade und irgendwie werden meine Haare rausgekiet. Ich sehe ganz sonderbar aus. Deine okay. Haare werden rausgekehrt, ist ja auch Moment, interessant. Moment, das ist aber einfach ein bisschen hier vom Kontrast und Helligkeit. Ich finde, ja. Peter, dein Bart, die Farbe ist irgendwie nice. Ja, die ist so besser als im Original, ne? Nicht so rot, weißt du? Also soll ich es jetzt lassen oder nicht? Nein, das sieht voll komisch aus. Im Gesicht ist okay, nur die Haare auf dem Kopf ändern. Moment, ja, das ist wieder alles hier, ihr kennt das ja, Streamstart muss man erstmal. Ich bin ein Roboter. Technisch immer erstmal, ja. Alles klären. Einfach alle Effekte raus, bis auf das Keying, würde ich sagen. Ja. Und ja, ich habe Sonnenbrand, sehr harten sogar. Ja, da kann ich nichts für. Da kann ich auch, Alter, ich habe so lange in der Sonne gesessen. Das ist richtig schlimm geworden. Nova Reese, habt ihr vielleicht auch noch Probleme? Aber da ist bei euch alles gut. Ich glaube, uns geht's gut eigentlich. Mal schauen, vielleicht nach dem Ende der Show nicht mehr. Mal schauen. Ja. Na. Also technisch nicht. Also okay. Lieber Chat, es passt jetzt alles. Also bis auf Brammen quasi, bis auf Brammens Gesicht, da kann ich nichts ändern. Mir hat sich gar nichts geändert. Ja, das ist einfach, du siehst jetzt einfach anders aus, indem du... Ja. Da fragt jemand, ob du Brummen lauter machen kannst. Brummen? Ja. Nein. Ja. Der Bram ist, glaube ich, jetzt laut genug. Ja, meinst du? Den habe ich jetzt eingestellt. Sonst power ich gleich richtig durch. Das piept mir jetzt hier. Ist noch lauter bei mir geworden, oder? Immer noch. Nichts gemacht. Immer noch. Oh, so, Leute. Ach, immer das Gleiche hier mit euch. So. Dann delay ich noch mein Mikro. So. Ah, perfekt. Oh. Jetzt, ja, ist schon ein bisschen länger her, aber jetzt sollte eigentlich alles passen. So. Perfekt. Schön, dass ihr da seid. Also, ich erkläre jetzt nochmal für alle diejenigen, die jetzt nicht wissen, wie das Ganze hier funktioniert, die Regeln. Ja, vor allem für unsere neuen Nova und Reese. Die aber auch beide noch streamen, richtig? Ich würde ihn jetzt anmachen, wenn das ab jetzt. Achso, ja. Ab jetzt. So, also, werf mal an die Butze da. Okay, jetzt geht los. Wir gehen rein. So. Ich war unsicher, okay. Ich war so, okay, darf ich? Ja. Dürfen wir? Darf ich? Also, genau, ihr könnt auch gerne natürlich bei den schauen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst auch gerne ein Abo da oder donatet was auch immer. Ist natürlich bei uns auch immer sehr gerne gesehen, aber natürlich auch bei Nova und Reese. So, die Regeln lauten folgendermaßen. Wir spielen heute Abend 15 Fragen. Das bedeutet 5 Fragen für jedes Team. Das spielen wir nacheinander. Und die Fragen sind ganz normale Quizshow-Fragen, also mit A, B, C, D als Antwortmöglichkeiten.
Und ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, ihr könnt auch mitspielen. Und zwar über den Chat. Ihr gebt einfach eure Antwort ab. Sobald ich das sage, habt ihr dann kurz Zeit, das zu tun. Und wenn das Team diese Frage richtig beantwortet, dann bekommen sie Punkte. Bis zu 5 Punkte sind es. Und wie viele es konkret sind, das entscheidet ihr quasi durch euer Voting. Denn wenn viele Leute im Chat die Frage beantworten konnten, dann kriegt das Team, wenn sie die Frage richtig beantworten, weniger Punkte. Ja, also das heißt, man muss versuchen, als Team die Schwarmintelligenz zu schlagen. Umgekehrt natürlich, wenn wenige Leute im Chat diese Frage richtig beantworten können und das Team konnte das, die Frage auch richtig beantworten, dann bekommen sie natürlich umso mehr Punkte, vielleicht sogar 5 Stück. Und es gibt 2 Joker für jedes Team, einen Telefonjoker, da könnt ihr anrufen, wen ihr wollt, und ihr habt dafür auch grundsätzlich so lange Zeit, wie ihr wollt, aber irgendwann werde ich da auch einen Riegel vorschieben, aber grundsätzlich gibt es kein Zeitlimit. Und der andere Joker ist ein Publikumsjoker. Das bedeutet, ihr könnt, wenn ihr den zieht, sehen, welche beiden Antwortmöglichkeiten die wenigsten Votes bekommen haben. Und dementsprechend, je nachdem, wie ihr das interpretiert, die müssen nicht falsch sein, aber falls sie richtig sind, dann gibt es natürlich dafür viele Punkte. So. Wäre geil. Ja. Falls ihr das immer noch nicht verstanden habt. Wow! Wow! Ja, man weiß ja nie. Man weiß es ja nie. Machen wir jetzt eine Beispielfrage, würde ich sagen, ja, damit das alle jetzt auch verstanden haben. Die zählt natürlich noch nicht, aber dann können wir das ja einmal testen. Und zwar auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr könnt jetzt auch schon direkt mitmachen. Weil ich weiß, wer anfängt. Ihr könnt direkt mitmachen hier, ja, also jetzt macht euch ein Twitch-Konto oder wie auch immer, dann könnt ihr hier in den Chat schreiben. Und aber das die Anbindung funktioniert nur in unserem Chat, richtig? Genau, das geht natürlich nur in dem PeetsMeet-Chat. Natürlich. Ja. Natürlich. Selbstverständlich. Und die Beispielfrage, die stellen wir jetzt natürlich zufälligerweise an Nova und Rhys, ne, damit ihr das direkt hier hinten. Direkt on the spot. Genau. Die Frage lautet, ja, Leute, das ist die Frage hier. Wer ist der aktuelle Kanzler der Bundesrepublik Deutschland? A. Olaf Scholz, noch nicht beantworten bitte, ne? Also erst kurz Zeit lassen. B. Martin Semmelrogge. C. Thomas Gottschalk. Dann oder D. Till Schweiger. So, ich werde jetzt einen Countdown starten. 10 Sekunden. In dieser Zeit hat der Chat die Möglichkeit, ihre Antwort in den Chat zu schreiben, also A, B, C oder D. Und die anderen beiden Teams schätzen euch jetzt auch gleichzeitig noch ein, im Geheimen. Also sie schätzen ein, wisst ihr das oder wisst ihr das nicht? Und je nachdem, ob sie euch richtig einschätzen, bekommen die anderen beiden Teams auch nochmal Punkte. 2 Stück nämlich, falls sie euch richtig einschätzen. Ja, also wartet noch kurz einmal diesen Countdown ab und dann könnt ihr laut überlegen. Die 10 Sekunden für den Chat und für die anderen beiden Teams, die laufen jetzt. Ich habe eine ganz kurze Frage. Ja. Kann ich das irgendwie machen, dass man euch auch sieht bei dem Fragen-Overlay? Ja, das wäre auch meine Frage. Habt ihr die Links in Video Ninja? Seht ihr die? Oder seht ihr nur euch? Ich sehe euch alle, aber nur bei Video Ninja. Also ich. Ja. Ich habe das halt nicht in dem Fragending drin. Also entweder müssen wir das abcapturen und oder ich kann euch auch die Links so schicken. Die einzelnen soll ich die halt einfach alle einbinden. Ja, ja. Könnt ihr machen, falls ihr das parallel noch hinbekommt, dann schicke ich die gerade einmal rein, aber ihr. Easy. Na klar, die Technik. Und gleichzeitig Fragen beantworten. Ja. Aber ihr könnt, also jetzt die Zeit ist rum, die anderen haben euch eingeschätzt und wir haben die Votes von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Das heißt, ihr habt jetzt 5 Minuten Zeit, diese Frage zu beantworten. Oh wei. Oh, da muss ich aber mal in mich gehen jetzt an der Stelle. Oh wei. Weißt du es, Nova? Sag ehrlich, wo das sollen wir raten? Ja, ich. Also, wir müssten, glaube ich, raten. Das ist schon eine heavy Frage. Erste Frage jetzt, des Abends. Vielleicht fangen wir mit der ersten Antwortmöglichkeit einfach an. Sagst du? Hast du da ein gutes Gefühl? Ich glaube schon. Ja. Also. Ich glaube, das können wir machen. Ja. Ich glaube, das können wir machen. Das heißt, ihr nehmt? A. Ihr nehmt Boah, A. Krass. Ob es das eventuell sein kann. Wir wissen es nicht. Okay, dann logge ich für euch A ein. Ihr sagt Olaf Scholz als aktuell. Ja, glaube ich nicht. Kanzler. Andi hat einfach das als richtig markiert, was er gerne hätte, nämlich Thomas Gottschalk. Der ist dann zusammen mit Putin und Putin sagt, gib kein Gas mehr. Und Thomas sagt dann, top, die Wette geht. Ja, wäre schön, aber wir schauen uns erstmal an, was die anderen beiden Teams gesagt haben. Trauen sie euch zu, dass ihr das wisst oder nicht?
Peter und Sepp sagen, das wisst ihr. Bram und Christian sagen, das wisst ihr nicht. Oha. Oha, und okay. Ansage. Das trifft mich ein bisschen, ne? Die richtige Antwort lautet... Direkt der Front. Die richtige Antwort lautet... Natürlich, Olaf Scholz ist korrekt. Das heißt, Bram, Peter und Sepp haben euch richtig eingeschätzt. Es gibt 2 Punkte für die. Bram und Christian haben euch nicht richtig eingeschätzt. Bleibt also bei 0 Punkten. Und ihr bekommt ja auch noch Punkte. Jetzt ist relevant, wie viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer das wussten. Und das schauen wir uns jetzt an. Wie viele haben denn auch A gesagt? Jetzt kannst du die Trollquote sehen. Was? 46 Prozent. Ja, okay, das ist nur bei der ersten Frage so. Das ist oder? Jetzt nur so, ja. Genau. Okay. Ja, also, ob ich da finde, das ist ein guter Indikator, wie das so weitergehen wird. Okay. Genau, diese 46 Prozent werden jetzt also 4 Punkte. Das heißt, ihr habt jetzt 4 Punkte bekommen für diese Frage, weil ihr das wusstet. Schön stark. Oh. Nice. So, okay. Soll ich mal jetzt abgelenkt wird, ich bin jetzt hier gerade im Technikfieber. Ich versuche das jetzt gerade hier alles hier so. Okay, ich guck mal auch gerade, also lieber Chat, passt das jetzt auch bei uns alles mit dem Sound? Ja, du bist ein bisschen lauter, haben die geschrieben. Okay, Peter und Andi. Das Brummen ist auch wieder leiser. Leise. Sehr interessant. Hat ja auch nichts gesagt. Ja, wirklich. Ich war die ganze Zeit still, weil ich war deswegen so leise. Jay zu leise, ja. Andi asynchron. ja, okay. Dann nehme ich das wieder zurück. Wie immer. Sehr gut. Moment. So. Gott schreit zu laut. Okay, dann lassen wir es jetzt so. Aber natürlich, diese Frage war ja nur eine Beispielfrage, das heißt, ich nulle euch jetzt einmal wieder. Schade. Ach, schade. Mann, ich hätte gedacht, das könnten wir schon mal mit nach Hause nehmen. So als kleines Gastgeschenk. Bei so einer schwierigen Frage. Irgendwie. Ja, finde ich auch. Wie war das? Wenn wir nicht dran sind, könnten wir den Chat auch auflassen, oder? So, ja, wenn ihr nicht dran seid, dann wäre das okay. Ja, wir müssen nur dran denken, den wieder zuzumachen. Okay, alle Klarheiten beseitigt, sowohl bei euch als auch bei den anderen beiden Teams. Ihr, okay. Perfekt, perfekt. Dann würde ich sagen, starten wir in den Abend mit der ersten heißen Frage. Und zwar geht diese Frage an Peter und Sepp. Immer muss ich anfangen. Immer muss ich anfangen. Tja, deine erste Frage, lieber Peter, und deine erste Frage, lieber Sepp, die lautet folgendermaßen. Wen rufen Kirschbauern an, damit ihre sensiblen Früchte bei starker Sonne keine Brandflecken bekommen? Was? Wen rufen die an? Ergotherapeuten, Rennradfahrer oder doch C, Hubschrauberpiloten oder D, Joko Winterscheid? Okay. 10 Sekunden für den Chat und für die anderen beiden Teams ab jetzt. Ihr könnt jetzt einmal klicken. Starlet, Nova, Bram. Aber ich geb dir mal so meine Tendenz. Wenn du das ändern willst, machst du das, ne? Hey, ich bin da bei deiner Tendenz. Zeit ist rum. Okay, Sebastian Lenzen. Ja. Warum zum Fick sollten die Joko Winterscheid anrufen? Das ich, also war es irgendwie Duell um die Welt und da gab's aber... Alle Kirschbauern der Welt rufen Joko Winterscheid an. Das halte ich für unrealistisch. Finde ich auch irgendwie Blödsinn. Also für mich am meisten dumm formuliert. Sinn, er gibt doch auf Anhieb Hubschrauberpiloten. Ja, bin ich auch bei dir. Weil die dann wahrscheinlich irgendwas drüber werfen. Ja, die zum Beispiel sprühen dann Wasser. Irgendein Gift darüber und das hast du dann wieder auf deinen Kirschen, wenn du die kaufst. Dann sehen die zwar nice aus, aber du hast dann Durchfall, weil da irgendein Pestizid oder so drauf ist. Oder die schütten einfach Wasser drüber. Ja, nee, Wasser ist ja doof. Wenn es so, nee, scheint, dann ist das ja wie Sonnencreme. Macht. Sonnencreme schütten ja, die über genau. Die Kirschen. Hier, Peters 50er. Ja, genau. Die geht mit in unsichtbare Sprühflasche, hatte Jay mit in Nordirland. Da habe ich mich mit eingeschmiert. Also meine Eltern haben. Was sind denn Ergotherapeuten? Ergotherapie. Ist das nicht hier. Das ist, wenn Physio? Bram wieder zu viel Ergo sagt, dann musst du zu einem Ergotherapeuten. Hier in Düsseldorf steht das Zentrum von. Ja, von Ergo. Den Ergotherapeuten. Also, Physio ist ja. Physiotherapeut ist hier Bewegung und so. Und Ergonomie ist. Hat das was? Nee, Ergotherapeut ist das was mit Haltung und so? Keine Ahnung. Also, ich will immer noch bei Hubschrauberpiloten, also safe. Also ja, Rennradfahrer macht irgendwie gar keinen Sinn. Warum soll ein Fahrradfahrer da vorbeifahren? Dann frage ich gerade, ob die Fragen heute simpler sind als sonst. Ich entscheide mich mit Sepp für C. Ja. Okay, dann logge ich auch C für euch ein. Ihr sagt Hubschrauberpiloten. Mhm. Das weiß auch jeder.
Okay, werden wir ja gleich sehen. Wir schauen erstmal, was die anderen beiden Teams gesagt haben. Hey, ihr Schweine! Was ist das denn? So, hey, sorry. Ey, ihr seid aber sorry, jetzt muss ich nur eure Gesichter sorry. Gucken. Ihr seht gar nicht eigentlich so ist das doch gut für euch. Also wir haben ja nur in eurem Sinne abgestimmt, weil wenn ihr ein anderes Ergebnis habt als wir, haben wir den größten Punkteabstand. Das ist richtig. Ja, ist aber nur dann gut für uns, wenn wir es auch wissen. Ja, aber davon gehst du doch aus, oder? Ja, davon, ja weiß ich nicht. 75 zu 25 also, von der Chance. Tja, mal gucken. Also ihr beide. Danke für den Raid, Toro. Dankeschön. Oh ja. Dankeschön. Ich sehe es im Chat. Ja. Dynamo Tresen, Toro. Dynamo Tresen. Genau, schreibt ihr Chat auch? Ja. Sehr gut. Natürlich. Okay. Dann schauen wir mal, was ist denn die richtige Antwort? Wen rufen denn Kirschbaum und Anna mit ihren sensiblen Früchten bei starker Sonne keine Brandflecken bekommen? Sie rufen. Jawohl! Hubschrauberpiloten. Alter, jawohl! Scheiße. Das heißt, keine Punkte für die anderen beiden Teams. Alter, schlecht. Mega gut. Und alle haben Joko Winterscheid aber gesagt. Aber wieso? Ja, Wachs, das oder? Ist die Frage. Das kann ich euch auch beantworten, denn es geht hier um den Lupeneffekt durch Tropfen auf Blättern. Ja, also, das habe ich sogar gesagt. Ja. Wenn es geregnet hat, dann gibt es Tropfen auf den Blättern und durch den Lupeneffekt, wenn dann die Sonne scheint, dann bekommen die Brandflecken und das Ganze wird dann als Downwash-Flug bezeichnet. Das heißt, die Hubschrauberpiloten kommen und durch die Rotation der Rotoren werden dann diese Wasser. Die werden trocken geföhnt. Weggeföhnt, ja, genau. Wie geil. Ja. Das hast du gesagt? Das ist geil. Nee, aber das mit den, wenn die Sonne auf Wasser kommt, dann ist das wie ein Spiegel. Und dann aber ich hätte auch geil gefunden, wenn da so ein Joko Winterscheid mit so einem Dyson einfach mal durchkommt. Ja, auf jeden Fall. Ja, hätte ich auch gefühlt. Ja, schon mal richtige Antwort, aber ihr kriegt Punkte, ist nur die Frage, wie viele. Ja, das heißt, wie viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer wussten das denn? Alle das wussten das. Wahrscheinlich wirklich alle, weil das andere ich hoffe 50%. Ich sag mal, einen Punkt kriegt ihr nur. Bleib stehen, komm, vier. Ach, komm, weiter. Vier. Weiter. Oh, weiter. Das wussten wirklich weiter. Alle. Weiter. Ihr Schmutzdinger. What? 83. Oh. Okay, das ist Fick auf Follower. 10% haben sich aber trotzdem für Joko entschieden. Das also. Tut weh. Tut richtig weh, dann hast du das richtig. Haben wir endlich mal eine Frage in dieser Spielshow richtig. Direkt die erste und kriegen fucking 2 Punkte dafür. Ja, damit führt ihr aber immerhin, ja, 2-0. So. Sehr schön. Ja, wir sind dran, wa? Genau, okay. Die erste Frage für Brammen und Christian kommt jetzt. Das heißt, wir den Chat schließen. Eine schwere Frage, ich sage dir. Ja, glaube ich auch. Wir werden es sehen. Eure Frage lautet, welche Regelung im Weißen Haus musste im Jahr 1973 notgedrungen getroffen werden? A. Der Präsident darf mit maximal 5 weiteren Familienmitgliedern im Weißen Haus leben. Oder B. Das Weiße Haus muss nicht zwingend weiß gestrichen sein. C. Der Präsident darf auch während der Arbeitszeit auf die Toilette gehen. Oder D. Sekretärinnen dürfen nun auch Hosen tragen. 10 Sekunden Zeit für den Chat und für die anderen beiden Teams ab jetzt. Okay. Oh nein. Und eure Zeit läuft. Okay, Sepp hat schlussendlich entschieden. Wir waren uns uneins. Nee, also, du hast das erste. Egal. Also, ich wüsste. Was mir direkt eingefallen ist. Das sind die Kennedys, der ganze Clan, der da lebt. Waren die Kennedys 73? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mit den Hosen, da hast du zwar so gelacht, aber mein erster Gedanke war. Auf Faktastisch habe ich zumindest gesehen, dass in Frankreich jetzt symbolisch zwar aber Gesetz gecancelt wurde, in dem Frauen in Arbeiterbetrieben Hosen tragen dürfen. Die mussten ja vorher scheinbar wie heißt denn das, Rock? Tragen, ja, genau, scheinbar. Die mussten andere Sachen tragen und vielleicht. Also, fand C so lustig. Also darf während der Arbeitszeit auf Toilette gehen, ich. So 8 Stunden einhalten, fände ich schon nice. Naja, mein erster Gedanke war dabei ist, war vielleicht Roosevelt, der war doch querschnittsgelähmt, aber 73 nicht mehr, oder? Der war doch viel früher. Ja, aber und, also egal, ob du jetzt querschnittsgelähmt bist oder nicht, kannst du doch wohl auf Toilette gehen. Also ja, nee, ja das also, ist richtig. Pass auf, wir müssen uns aus meiner Sicht eigentlich, finde ich, nur noch zwischen A und D unterhalten. Also, es muss nicht zwingend weiß gestrichen sein. In der Frage steht ja auch das Wort notgedrungen. Hast du.
Ja, genau. Das heißt, gibt also, immer hier keine Tipps. Das muss was passiert halt sein. So, und deswegen, also bei C war ich halt der Meinung, wenn das halt Roosevelt gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, der war halt querschnittsgelähmt oder du saß im Rollstuhl, konnte nicht aufstehen und dementsprechend war es ihm erlaubt, während der Arbeitszeit auf Toilette zu gehen, weil bei allen anderen galt das als Pause. Was? Okay. Ja, das war mein erster Gedanke, den ich hatte. Das heißt, aber auch wieder um drei Ecken. Das wär frech, finde ich. Das ist richtig. Muss aber nicht. Das mit den Hosen könnte aber sein. Das Weiße Haus mit den Hosen finde ich auch irgendwie nicht so verkehrt. Das Weiße Haus muss nicht zwingend weiß gestrichen sein. Ja, und dann ist halt noch die Frage, wer war denn 73? Ich habe keine Ahnung, vielleicht weiß auch nicht, wer der Präsident war. Vielleicht hat er seinen ganzen Familienclan dazu eingeladen, ne, komm, wir wohnen jetzt irgendwie mit 80 Leuten im Weißen Haus und haben die irgendwann festgestellt, ist ein bisschen voll. Könnte. Ihr habt doch Joker, ne? Ja, also. Aber hatte der die Mega-Familie? Hatte der so den Nixon-Clan dabei? Das weiß ich überhaupt nicht. Haben nicht alle Clans? So. Boah, gute Frage. Ja, D schmeckt mir irgendwie aktuell auch am liebsten. Ja, auch. In Sachen. Aber lass doch mal, welche Regelung im Weißen Haus musste getroffen werden? Aber notgedrungen, was hatten denn die Leute dazu getrieben, zu sagen, ihr dürft jetzt auch Hosen tragen? Vielleicht Gleichberechtigung, irgendwie so in die Richtung. 73? Gab's das ja schon in den USA? Naja, also ich habe letztens noch Hidden Figures gesehen. Da ging es um die erste Mondlandung und dass da halt Frauen ganz oben mit dran waren und vor allem auch schwarze Frauen bei der Berechnung von so Sachen, dass das halt voll der Durchbruch war in der NASA, dass da halt schwarze Frauen halt das erstmal durften. Also kann ich mir vorstellen, dass 73 da schon. Das war schon vorher. Das war schon vorher. Fünf Jahre vorher. Von mir aus nehmen wir D. Von mir aus nehmen wir D. Wir nehmen D. Ihr nehmt D. Okay, dann logge ich für euch ein. Sekretärin dürfen. Wir sind ja für Gleichberechtigung. Hosen tragen. Okay. Wir schauen erstmal, was die anderen beiden Teams gesagt haben. Trauen die euch das denn zu, dass ihr das wisst? Ach, Quatsch. Aber guck mal, selbst ich wollte eigentlich links anklicken und du hast A angeklickt. Ja, weil wir uns einig waren eigentlich. Also vorher stand Wissen Sie nicht, das hast du als erstes angeklickt und da war ich d'accord mit. Ah ja, okay, aber und dann so hast du wild hin und her geklickt und dann habe ich mich für das entschieden, wo wir waren. Okay. Aber vielleicht wussten wir das ja auch nicht. Keine Ahnung. Eigentlich haben Peter und Sepp ja jetzt schon recht, oder? Also egal, ob es jetzt richtig oder falsch ist, wussten wir nicht. Das ist richtig. Also, Peter und Sepp sagen, das wisst ihr nicht. Nova und Reese sagen, das wisst ihr. Die richtige Antwort lautet, notgedrungen im Jahr 1973 wurde eine Regelung getroffen, die da lautete, Sekretärinnen dürfen nun auch Hosen tragen. Was soll der Scheiß? Oh, also gut, aber hätte ich nicht gedacht. Das heißt, 2 Punkte für Nova und Reese und ich kann euch auch sagen, warum. Geil. Denn die Erklärung, die habt ihr gar nicht gefunden. Also habt ihr jetzt nicht reininterpretiert. 73 ist was ganz Relevantes gewesen. Und zwar die Ölkrise. Und da war es kalt im Weißen Haus. Oh. Und mit Hosen ist nicht so kalt. Deswegen ist diese Regelung dann getroffen. Ja, vorher mussten sie Röcke tragen. Und dann haben sie gesagt, ja gut, jetzt dürft ihr dann auch Hosen tragen. Crazy. Also du durftest aber auch nicht einen Rock anziehen oder drunter eine Hose oder so. Scheinbar nicht. Oder ganz dicke Strumpfhosen. Das ist wieder so eure, ja, ihr werdet ja wieder die Regeln stellen. Stell dir vor, du gehst zur Arbeit und dann frierst du dir da wirklich den Arsch ab. Also im wahrsten Sinne schon doof. Ja, da waren sie mal nett dann. Also, daher kommt das. Ihr wusstet es natürlich. Ja, also sehr gut. Ja, Sepp. Es ist jetzt nur die Frage, wie viele Punkte bekommt ihr denn dafür? Noch habt ihr 0, die anderen beiden haben 2. Vielleicht sind es ja mehr als 2. Wir schauen mal, wie viele aus dem Chat wussten das denn? Niemand also 2 wäre schon gut, damit wir zumindest ausgleichen. Haben niemand. Stopp. Okay, jetzt stopp. Stopp. Boah, ja, boah, so eine Kacke. 50% genau wussten das. 4 Punkte gibt das. Krass. Damit seid ihr in Führung. Das hätte ich gedacht. Ja, sehr, sehr gut. Ach, da können wir uns jetzt erstmal wieder zurücklehnen. Das ist richtig. Ja. Das war eure erste Frage. Und die letzte erste Frage, die dritte des Abends, geht natürlich an Nova und Reese. Let's go. Abuga. Und eure Frage. Abuga. Eure Frage lautet so. Welche Ehre wird Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron als einzigem Menschen der Welt durch die römisch-katholische Kirche zuteil? Boah. Oh, warte.
Er darf an der Heiligen Messe auch mit Kopfbedeckung teilnehmen. Oder B. Er ist Oberbefehlshaber der Schweizer Garde, dem bewaffneten Militärkorps des Heiligen Stuhls. C. Er darf mit einem Pferd in die Bischofskirche des Papstes in Rom reiten. Oder D. Er hat uneingeschränkten Zugriff auf das päpstliche Geheimarchiv. Scheiße. Emmanuel Was? Macron, Ehre als einzige Menschen. 10 Sekunden für den Chat und die anderen beiden Teams ab jetzt. Jetzt. Ja, hätte ich auch gesagt. Okay. Alter, das ist super schwer. Das ist hart. Das ist also, hart. Ich glaube, katholisch. Ich glaube, wir können D ausschließen. Aufgrund dessen, dass ich nicht denke, dass es nur einen einzigen Mensch gibt, der Zugriff auf dieses päpstliche Geheimarchiv hat. Es muss noch jemand außer dem Papst geben. Als einzige Mensch der Welt. Okay, ja. Also ich tendiere irgendwie entweder zu diesem Kopfbedeckungsding oder zu diesem Reinreitding. Ich glaube, Schweizer Garde macht maybe keinen Sinn. Das ist halt irgend so ein vererbtes Recht von damals, safe. Dass irgendein französischer König oder so hat mal irgendwas bekommen von ihm und das wird jetzt so weiter einfach weitergegeben, weil die es nicht zurückgenommen haben. Also vielleicht hat auch mal irgendein Papst gesagt, ey, wir werden hier angegriffen von irgendjemandem. Mhm. Die Franzosen haben ihm geholfen damals und deswegen haben sie den zum Oberbefehlshaber gemacht und das ist bis heute nur so, weißt du, das könnte auch sein. Warum sollte man an einer Messe aber warum? Aber warum nur Macron? Das ist ja der Punkt. Wenn es vielleicht irgendwann einen anderen Staatspräsidenten gibt, dann gibt es das Recht nicht mehr. Ich glaube, es hat ein wenig mit seiner... Ach so. Ich glaube, das ist nämlich das Ding, dass es nur mit Macron zu tun hat, weil als einzige Menschen, was bedeuten würde, würde es einen anderen Staatspräsidenten geben, würde dieses Recht zunichte gehen. So, das interpretiere ich jetzt aus der Frage. Also ich habe es so verstanden im Sinne von aktuell, aber wenn er geht, verliert er das und der Neue bekommt es wieder als einziger Mensch. Oder vielleicht nur er, vielleicht nur Macron. Okay, dann wäre es aber, dann wüsste ich nicht, was hat er denn gemacht? Oder jeder Präsident. Können wir da eine Aufklärung haben? Okay. Weil das ist ja jetzt schon wichtig. Guck mal, A ist zum Beispiel mit Kopfbedeckung. Wollen alle französischen Staatspräsidenten eine Kopfbedeckung tragen? Warum sollte das sein? Ich glaube, das ergibt wenig Sinn. Vor allem, ja, aber die anderen Staatsdinger, gibt es ja auch andere sehr katholische Länder von mir aus. So, die auch noch. Also, ich denke die ganze Zeit, vielleicht ist es auch ein Denkfehler, aber ich denke die ganze Zeit an so irgendein vererbtes Staatsoberhaupt. Ja. Recht zurück. Vielleicht dann wirklich Oberbefehlshaber der Schweizer Garde, den bewaffneten Militärskorps des Heiligen Stuhls. Maybe. Das würde auch Sinn ergeben, wenn das eine militärische Historie hat. Ja, aber es könnte auch sowas sein wie, der Kaiser hat damals das Recht bekommen, in dem Gottesdienst mit seiner Krone teilzunehmen, als Einziger, der eine Kopfbedeckung tragen durfte. Und das Also je nachdem, wie man es eigentlich ergibt A schon Sinn, wie du meinst, ja. In die Bischofskirche also reinreiten. Das weg. Also ich würde eigentlich wäre es. Ich würde mir wünschen, es wäre C. Ey, guck mal jetzt. Andi, hast du die Fragen rausgesucht? Ja. Guck mal, ich finde, schlecht, C macht ne? jetzt, wenn wir uns jetzt so Andi uns vorstellen, wie er da so sitzt. Kopfbedeckung, finde ich, ist zu naheliegend, weil wenn du so denkst, oh, was könnte ich mir jetzt für eine Frage ausdenken zu Kirche, da denkt man gleich an Kopfbedeckung. Das ist geil. So Metagaming ist Metagaming. Aber das zweite bei Vatikane, Schweizer Garde, scrap that one. Aber dieses Pferdding ist zu random und diese Kirche ist zu konkret, oder? Oh, ich weiß es nicht. Maybe ist es auch ein Doppelbluff von Andi hier. Diskussion hatten wir schon öfter. Also das Einzige, was man darf, mit einem Pferd in die Bischofskirche des Papstes in Rom reiten, wo es bei mir da klingeln würde, wäre Napoleon. Weil er ja so größentechnisch Probleme hat und das vielleicht das so ein Ding wäre, dass der gerne auf einem Pferd einreiten würde, damit er halt groß wirkt. Das wäre das und das halt dieses Gesetz, die vielleicht für ihn geändert haben, weil der wäre ja eh größenwahnsinnig in ganz vielen Bereichen, lustigerweise. Ja. Das wäre eine Sache, die könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum dieses Gesetz geändert worden ist und deswegen das theoretisch Macron immer noch dürfte. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ey, wir sind uns bei allen Sachen irgendwie unsicher. Dann lass mal 10 nehmen, weil das ist lustig. Wollen wir es einfach machen? Ja, lass 10 nehmen, komm. Aber vielleicht ist mein Napoleon-Guess auch komplett für den Arsch, ne? Ja, aber also, maybe ist auch der Schweizer Garde-Guess am Arsch. Das ist ja auch, es ist alles gerade gleich zufällig. Weiß nicht, oh, das wäre so funny, ich stehe vor Macron, reitet einfach auf irgendein Pferd ein. Das wäre einfach nur, weil er es kann, macht er so aus Prinzip einmal. Dann lass nehmen, oder? Ja, okay, dann nehmen wir jetzt C, komm. Okay. Komm, wir haben diesen verlieren.
Okay, dann logge ich C für euch ein. Er darf mit einem Pferd in die Bischofskirche des Papstes in Rom reiten. Wir schauen erstmal, was die anderen beiden Teams gesagt haben. Und Peter und Sepp, die trauen euch das nicht zu, Bram und Christian aber schon. Da sieht man mal wieder. Ja, ich fand also die Nummer mit Napoleon fand ich gar nicht so schlecht, glaube ich. War gar nicht schlecht. Danke, danke. Schmalzer Garde, also die ganze Zeit, ist der französischer Präsident. Warum sollte er der Chef von der Schweizer Garde sein? Das ist mein erster Gedanke. Ja. Was hat die Schweiz damit zu tun, ja? Ja. Was hat aber die Schweiz mit den Heiligen zu tun? Das fand ich sehr lustig. Die Schweizer Garde. Heiliger Stuhl fand ich mega. Das werde ich mir auch rausschneiden, wie oft ihr das gesagt habt. Heiliger Stuhl, ja, über 30 und noch könnt ihr darüber lachen. Sehr schön. Also, Peter und Sepp trauen euch das nicht zu. Mhm. Bramen und Christian aber schon. Und die richtige Antwort lautet... Ja! Ja! Oh mein Gott! Let's fucking go! Guck mal. Als ob. Andi, wir sind in deinem Kopf. Wir sind in deinem Kopf, Digga. Ich merk's schon, ja. Ich hab Angst. Okay, die Erklärung würde ich jetzt super gerne wissen. Ja, also erstmal 2 Punkte für Bram und Christian. Damit 6 Punkte aktuell in Führung. Aber ihr kriegt natürlich auch noch Punkte. Was? Die Erklärung ist, beziehungsweise die französischen Staatspräsidenten im Allgemeinen haben einen Titel, den sonst niemand hat. Und zwar, die sind Ehrenkanoniker von St. Johannes im Lateran. So. Und das ist, warum auch immer, dem französischen Staatspräsidenten vorbehalten. Ich glaube, dafür gibt es keine konkrete Erklärung jetzt. Aber es ist so. Und damit verbunden ist eigentlich die Ehre, dass man eben mit einem Pferd in diese Kirche einreiten darf. Also eben in die Bischofskirche des Papstes in Rom. Das heißt, also während alle anderen irgendwie da zu Fuß reingehen, darf der mit dem Pferd da reinreiten und geil. Dann da rumstehen. Also wenn ich das jetzt mal genau wüsste, würde ich dann einfach jetzt nächsten Sonntag mal machen. Ich auch. Hey, jede Woche da runter reinreiten. Selbst wenn ich nicht reiten könnte, weißt du, wäre ich so einfach nur aus Krampf, weil ich es kann. So. Weißt du per Zufall, wer der Letzte war, der das gemacht hat? Das ist eine gute Frage. Letzte Woche. Wir haben's das wäre halt ganz lustig. Also. Ist die Frage, ob das überhaupt schon mal jemand gemacht hat. Also ich kann mir kurz vorlesen. Ein Ehrentitel eben, der dem französischen Staatspräsidenten zusteht. Er stand den französischen Königen seit 1604 nach der Konversion Heinrich des Vierten zu und kann heute vom französischen Staatspräsidenten in Anspruch genommen werden. Als erstes republikanisches Staatsoberhaupt nahm Charles de Gaulle feierlich diese Würde an der Bischofskirche des Papstes an. Seine Nachfolger, der ist Tung, oder ne, ich bin kein Franzose, Jacques Same. Chirac, Sarkozy und Emmanuel Macron, allesamt Mitglieder der katholischen Kirche, taten es ihm gleich. Also sie haben es gemacht. Na, guck mal. Wie lustig. Habe ich noch eine Frage, Andi? Ist das dann ist das eine Kombi-Antwort dann? Ja, wenn das Pferd da einreitet, dann Scheiß gibt es dann einen heiligen Stuhl. Daher kommt der Name, ja, richtig. Schön, dass euch das so erfreut mit dem heiligen Stuhl. Oh, das war das ist ich jetzt auch. Ich hab mein Humorzentrum beglückt. Wirklich, merkst du. Schon ganz rote Bäckchen deswegen. Ja. Also, ihr habt diese Frage gewusst, es ist nur die Frage, wie viele Punkte ihr dafür bekommt. Ja. Ihr wurdet ja noch nicht bewertet. Gut, wie viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer wussten das denn? Komm, Chat. Ihr wusstet das bestimmt alle nicht. Stopp. Ja! Ja! 36%, 4 Punkte. Boah, das heißt, jetzt nicht gleich. Ja, 6 Punkte, genauso wie Bram und Christian. Alle Peter 6 Punkte. Und aktuell nee, Moment. Unsere Frage war zu einfach. Ja, jetzt beschweren wir uns schon, dass wir zu einfach sind. Nee, beschweren nicht. Das ist noch nie passiert. Also. Muss ja auch mal was beantwortet werden können. Ne? So. Aber die war echt schwer, die Frage. Peter und Sepp, ihr habt jetzt sofort die Möglichkeit, wieder aufzuholen. Yes. Mit eurer zweiten Frage. Ich habe auch von meiner Napoleon-Erklärung auf jeden Fall. Ja, die war 10 von 10. Ja, die war sehr gut, die Punkte haben wir verdient. Übrigens stand ganz oft im Chat, dass Napoleon gar nicht klein war. Dass das nur Propaganda war. Aha. Ich glaube, das verbreiten Napoleons Nachfahren jetzt im Nachhinein. Genau, der war sehr klein. Ja. Nicht größer als eine Thermoskanne. Okay, die nächste Frage für Peter und Sepp. Die zweite. Und die lautet so.
Weshalb umspannt ein fast durchsichtiger, kilometerlanger Nylonfaden, welcher 6 Meter hoch an Lichtmasten befestigt ist, ein Großteil von Manhattan? Das wüsste ich auch. Das wüsste ich. Okay, sag das mal. Das könnte ich dir so beantworten. Ja, sag mal. Oh mein Gott. Da gab es letztens ein geiles TikTok, Digga. Oh, ich sag, Mann. Ich beantworte das gerne mit Reese zusammen, nachdem ihr eure Antwort eingeloggt habt. Richtig. Da gibt es ein richtig gutes TikTok für, das habe ich auch gesehen. Da fand ich, war ich so, wow, was? Ja, crazy. Ja, dann schauen wir mal die Antwortmöglichkeiten an. Ja, Peter und Sepp wissen scheinbar nicht. Nee. A. Nur in diesem Bereich darf in Gaststätten getanzt werden. Oder B. Er macht das Einhalten religiöser Regeln leichter. C. Im Luftraum über diesem Gebiet gilt ein Flugverbot. Oder D. Ärzte dürfen in diesem Bereich keine Spritzen geben. Okay, Peter, konntest du jetzt aus den Reaktionen was rauslesen? Ich habe tatsächlich auf die, ich habe nicht auf die Reaktion geachtet tatsächlich, sondern so, da seid Hättest ihr und da ist das Spiel. Ach so. Hab ich so gemacht. Ja, scheiße. Das ist belastend. Also, 10 Sekunden Zeit für den Chat und für die anderen beiden Teams ab jetzt. Hast du denn das Richtige gezeigt, Bram? Weil damit man im Blitz ja den gezeigt. Chat jetzt. Bram, also. Klick mal. Ich hätte so gesagt. Okay. Aber nur, weil ich, ne. So. Jetzt bin ich gespannt. Okay, Peter. Das ist ganz schön dumm. Also verstehe ich das richtig. In Manhattan stehen Laternen, ne? Lichtmasten. Ja. Und 6 Meter hoch an diesen Lichtmasten ist von Mast zu Mast ein Nylonfaden gespannt, ja, der ein Gebiet absteckt. Korrekt. Und darauf treffen diese Antworten zu. Ja, gut, dass du die Frage nochmal zusammengefasst hast. Ich wollte das nur verstehen, weil das ist ultra dumm. Ja, nee, aber genauso würde ich die Frage auch verstehen. Also ich würde A komplett ausschließen. Das ist, also du kannst sowohl in Manhattan überall tanzen. Ich würde auch frech behaupten, du darfst überall tanzen. So. Also was sollst du machen? In Chinatown tanzen auf einmal Leute und dann werden die alle verhaftet oder was? D würde ich genauso ausschließen. Das ist gleiches Prinzip. Das kann doch nicht sein und das ergibt doch für mich null Sinn. Also das kann vielleicht mal aus irgendwelchen bescheuerten Gründen so gewesen sein, aber heutzutage wirst du ja wohl in Manhattan überall eine Praxis aufmachen dürfen. Und da auch keine Spritzen geben dürfen. Weil da die ganzen Junkies abhängen und die zocken sich direkt die Spritze, wenn die benutzt. Das wird, wir sind doch in Amerika, das wird doch irgendein religiöser Scheiß sein. Denke ich auch. Da steht ja nicht, welche Religion. Das weil ist mit dem Flugverbot, das ist ja auch irgendwie tricky. So, wenn die Drohne da reinfliegt, dann stürzt sie ab, oder was? Ja, so. Ist halt 6 Meter hoch, weißt du, das interessiert doch das Flugzeug nicht. Also das hilft ja auch null irgendwie, wenn da unten am Boden da irgend so ein Nylonfaden hängt. Oh, warte mal. Ich weiß jetzt nicht, auf welche religiöse Regel da zutreffen würde, aber warte mal. Amerika. Was denn? Was ist mit den Drohnen? Wenn dieser Nylonfaden irgendwie so geladen ist oder so, dass das Funksignal für Drohnen, auf denen Drohnen alle fliegen, irgendwie gestört wird und dann stürzt sie einfach ab, wenn du da irgendwie rumfliegst. Ein Nylonfaden so geladen, dass die Drohnen zum Absturz bringen? Das klingt ultra dumm, aber ich versuche mir gerade einen TikTok vorzustellen, wo Bram sagt, Mensch, ich bin mega geflasht. Was könnte das sein? Nee, aber, also ich kenne zum Beispiel einen Vlogger aus Manhattan, der safe super viele Drohnenflüge da macht und das kann ich mir nicht vorstellen, dass er da... Man hat schon 8 Drohnen in dem Bereich verloren und dann... Glaube ich nicht. Also kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber das wäre so ein Moment, wo ich sagen würde, boah, daran könnte ich mich erinnern, wenn ich das in einem TikTok sehen würde. Ich bin hart für B. Das ist irgendein Bullshit. Ich erwähne noch mal die Joker, die ihr habt, ne? Falls ja, aber das wirkt für mich als die einzige optimale Antwort. Fünf Stück. Fünf, ja, nee. Beim Telefonjoker wird die Zeit gestoppt, nur, ne? Dass ihr das wisst. Keine Spritzen geben, ja, was sollst du denn dann machen? Dann musst du ihn 2 Meter weitertragen und dann darfst du ihn die wieder reanimieren, oder was? Das macht auch keinen Sinn. Flugverbot ist auch Quatsch. Ja, Peter, ich bin da ganz bei dir. Und nicht tanzen... Also nicht Alkohol trinken vielleicht, aber tanzen. Ich bin da auch ganz bei B. Sehr gut, dann habe ich selber überzeugt, wir nehmen jetzt B, hoffentlich war das richtig. Okay, ihr nehmt B, er macht das Einhalten religiöser Regeln leichter. Wir schauen erstmal, was die anderen beiden gesagt haben und dann können die. Ist das aus dem goldenen Vlies vom. Vielleicht zeigt er ja mal Richtung Mekka oder so, keine Ahnung. Also Bram und Christian glauben, ihr wisst das. Ja, ärgerst du dich, Reese? Und Reese nicht. Naja. Könnt ihr was dazu sagen? Oh, Bram weiß schon, ja, dass das richtig ist. Ich kann das sagen. Ich kann das komplett erklären. Ja. Ja.
Ja, das hat was mit dem Judentum zu tun, und zwar mit dem Sabbat. Am Sabbat darf man ganz viele Sachen nicht machen, da weiß ich jetzt nicht im Detail was. Auf jeden Fall, wofür dieser Nylonfaden sorgt, der sorgt dafür, dass die häusliche Zone, in der man halt alles machen darf, erweitert wird, weil es irgendwie so eine Regel gibt, die besagt, alles, was eingezäunt ist, jetzt zählt zur häuslichen Zone. Und aber dementsprechend darfst du dann da Geld ausgeben. Das heißt, die verarschen ihre eigene Religion? Ja, ja. Quasi. Ja, jetzt gesagt. In Manhattan wohnen so viele Juden, dass sie halt den kompletten Stadtteil zu dieser Zone machen, weil sonst könnten die Leute halt auch nicht richtig arbeiten und die ganzen Shops und so. Ach so, deswegen, also arbeiten wäre auch verboten. Genau, ich weiß nicht ganz genau, aber das ist sehr streng auf jeden Fall. Ja, sehr streng, wie kein Geld ausgeben und nicht atmen, so alles außerhalb ist verboten. Und so in Manhattan haben die gesagt, ja, das können wir nicht bringen, also spannen sie diesen Faden da mal. Auch des Öfteren, auch in Tel Aviv war ja früher auch Flugbegleiter und hab da auch ganz, ganz, ganz viel so Sachen erfahren. Beispielsweise ist auch in den Aufzügen, ist super spannend, weil also am Schabbat, also am Samstag ist halt so, dass die dürfen halt nicht den Aufzug drücken da, wo sie hin möchten, deswegen der auf jeder Station hält. Oh mein Gott. Das ist der Punkt und zum Beispiel deswegen habe ich ganz oft immer gefragt, wo möchten sie hin, weil ich für sie drücken darf. Oh, aber das muss doch dann relativ neu sein, oder? Also in welchem alten Dokument steht denn drin, du darfst nicht auf die Aufzugtaste drücken? Nee, da steht dann du darfst keine Sachen betätigen, du darfst kein Essen kochen. Keine elektrischen Geräte und so. Keine Maschinen Geräte, betätigen genau, keine und Maschinen so weiter betätigen. Du darfst halt nicht arbeiten. Genau, du darfst nichts machen, basic. Also du darfst halt genau keine elektrischen Geräte. Ja, deshalb gibt es Sprachsteuerung, damit die halt das bedienen können. Ja, das ist ja eine Bedienung. Bei manchen technischen Sachen gibt es auch so einen Sabbat-Modus im Menü, zum Beispiel bei meinem Backofen. Da kann ich so einstellen, willst du Sabbat-Modus haben oder nicht? Und dann würde der am Sabbat immer das Licht ausschalten, weil man darf halt nichts mit elektrischem Licht betreiben oder irgendwie sowas. Also gibt's schon das so. Ja. Heftig, Alter. Okay. Ja. Sehr gut erklärt, deswegen selbstverständlich richtige Antwort. Das wurde jetzt keiner. Bisher haben wir alle die Fragen richtig beantwortet. Weil das ist krass. Das gab's bisschen noch nie. Einfacher vielleicht diesmal. Ja, das heißt 2 Punkte für Bram und Christian, weil sie euch richtig eingeschätzt haben. Damit auf 8 Punkte hoch. Aber Peter und Seppi bekommt ja auch noch Punkte. Und das misst sich wieder an unseren Leuten im Chat. Wie viele von denen wussten das denn? Aber wenn das so ein Nylonfaden ist auf 6 Meter Höhe, gehen dann nicht irgendwie die ganzen Tauben daran mal drauf? Ach komm, Leute. Euer Ernst. Alter, komm, weiter hier. Ich geh mir jetzt was zu trinken holen. Das ist doch völlig in Ordnung. Ich weiß nur, dass der ständig kaputt geht und dann repariert wird, und dann schweineteuer ist im Jahr, den instand zu halten. Weil wenn er eine Lücke hat, dann gilt das nicht. Dann gilt das nicht. Das ist geil, ey. Deswegen wird er wirklich ständig abgefahren mit so Nylons, Emergency-Teams gefühlt, die dafür sorgen, wenn da irgendwo was kaputt gegangen ist, dass das sofort repariert wird. Könnte man da nicht erst eine Linie auf eine Straße malen? Wäre das nicht irgendwie... Maybe. Weiß ich nicht. Maybe. Ja, gibt's auch in anderen Städten übrigens. Also ist jetzt nicht nur in Manhattan so. Aber sehr interessant, ja. Also, sehr gut. Wusstet ihr, 62% aber auch von unseren Zuschauern und Zuschauern. Das bedeutet 3 Punkte für euch. Ihr geht auf 5 Punkte hoch. Damit aktuell immer noch der dritte Platz, knapp hinter Nova und Reese. Aber wir haben ja noch einige Fragen vor uns. Das war ja erst eure zweite. Und die zweite gibt es jetzt auch für Bram und Christian. Seid ihr bereit? Ja, aber ich muss den Chat noch wegmachen. Aber genau, Chat einmal zu. Ich schrie Religion ausgedribbelt. Seine eigene. Das ist geil. Gott verarscht. Eure zweite Frage lautet folgendermaßen. Was konnte man sich im Jahr 1972 für 745 D-Mark im Otto-Katalog bestellen? Das ist teuer. Ihr wisst, was der Otto-Katalog ist. Ich muss das nicht erklären. Ja, den kenne ich noch gut von früher. Okay. Gut. Also, konnte man sich da bestellen? A. Eine von Otto Walkes signierte Sonderausgabe des Otto-Katalogs. Oder B. Einen PC für den Privatgebrauch. Oder C. Eine Bronzemedaille der Olympischen Sommerspiele in München. Oder D. Ein echtes, lebendiges Pony. 10 Sekunden Zeit für die anderen beiden Teams und für den Chat. Ab jetzt. Und jetzt dürft ihr. Okay, Bram. Okay. Reden wir mal kurz über PC. Was? Ja, B ist raus. Ja, weil, wenn ich mir noch die alten Hefte ins Gedächtnis rufe, da haben PCs doch Tausende von Mark gekostet und nicht 745. Ja, war aber 72? Ganz kurz aufs Klo. Also, ja, und. Das ist okay. Ich weiß gerade nicht, wie teuer das ist im Verhältnis. Tatsächlich. Also,
als ich meinen ersten Rechner bekommen habe, 486er, hat der schon über 1000 Mark gekostet. Ja, genau. Aber wie ist das mit der Inflation und so? Also das ist doch richtig viel Geld eigentlich, oder nicht? Das ist auf jeden Fall einiges an Geld, ja klar. Ist halt die Frage bei manchen Sachen, wieso, also ein lebendiges Pony für 700 Mark im Otto-Katalog, war das dann Druck? Das ist aber jetzt nicht so eine Trickfrage hier, von wegen war ein Druckfehler. Und das war eigentlich, also du konntest ein lebendiges Pony bestellen. Dran. Nee, pass auf, da steht dann hier Pony aber und dann steht lebendig dabei, aber das war ein Druckfehler mit lebendig. Können wir mal ganz kurz darüber reden, hat der Otto-Katalog schon immer das gemacht, was die heute machen, so wie Amazon, weißt du, Amazon hat früher Bücher verkauft. Ja, das verkauft. Weiß ich nicht, ja, das hatten wir. War Otto vielleicht früher, keine Ahnung, Tierhändler, weißt du, die haben halt Tiere verkauft einfach nur und an Bauern und haben dann später, weißt du, so dann weitergemacht? Das könnte man vielleicht erschließen, wenn man jetzt wüsste, warum OTTO alles groß geschrieben ist. Ja, vielleicht meinst du, das heißt vielleicht gar, ist das gar kein Name vielleicht, heißt das irgendwie... Ich weiß es überhaupt nicht, ich weiß, heutzutage kannst du einfach jeden Kram bestellen. Tier- und Tarnorganisation. Ich weiß, dass Andi so ein Mensch ist, der zum Beispiel Otto Walkes auch sehr lustig findet. Das Problem ist, Otto und Otto ist mir zu nah beieinander. Das ist mir auch zu nah beieinander und ich glaube nicht, dass gerade wenn damals 745 Mark noch so viel Geld waren, Otto Walkes gesagt hätte, das ist okay für mich. Ich verkaufe mein eigenes Fick-Autogramm für 750 Mark. Okay, dann wären wir noch bei der Bronzemedaille der Olympischen Sommerspiele in München. Die war ja, warte mal, München war doch 76, oder nicht? Was hat dich da mit den Anschlägen gewesen, wo die dann stimmt, die RF, Leute da entführt oder? Haben? Mit dem Flugzeug war das, oder? Oder? Das war, genau, das Mogadischu. Unter anderem. Aber es ging von den Olympischen Spielen aus. Und das war auch 1972. So viel kann ich euch sagen. Das war 72? Oh, sagst du, pass auf, das hat er, jetzt mache ich mal kurz Metagame. Das hat er nur gesagt, damit wir das nicht sofort ausschließen. Deswegen bin ich jetzt doch mit Pony. Was? Okay. Ja, weil, also pass auf, A und B ist für mich raus und C ist für mich jetzt raus, weil Andi gerade gesagt hat, dass er 72 war und wären wir aber bei 72 gewesen, hätte er uns nicht 72, korrigiert. Okay. Und weil du ich gesagt hab dir nur gefragt, das kann ich ja beantworten. Ja, weil du gesagt hast, 76 ist das Ganze raus, weißt du, weil, also für mich war das dann raus, weil ich dachte, das wäre 76 und du hast dann versucht, wieder ins Spiel zu bringen. Also ich könnte mir bei D halt wirklich vorstellen, dass es ein Druckfehler war oder so ein Quatsch. Ich könnte mir vorstellen, dass die, also ja, kann sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die früher einfach was anderes verkauft haben als heute. Genau, oder so. Aber auch 745 Mark, ich weiß nicht, ist das viel für ein Pony? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, kommt aufs Pony an. Das war aber, sehr klein. Aber was gerade noch passiert ist, ich weiß nicht, ob du immer so auf die anderen guckst, ja, als gerade Andi das gesagt hat, auf jeden Fall war Peter not amused, dass er den Tipp gegeben hat. Ja gut, aber Peter hat ja genauso wenig Ahnung wie wir, also... Hallo? Peter wird das auch nicht unbedingt wissen. Bronzemedaille... Was ist denn da los? Im Jahr 1972, das heißt, die hat irgendwer gewonnen und hat das dann... Boah, aber du könntest ja in den Katalog nicht nur eine Bronzemedaille reinmachen. Achtet auf eure Zeit. Ja, achten wir. Ja, aber vielleicht gab es ja nur eine und deswegen... Du machst einen Katalog, in dem du sagst, du jetzt kannst du sie kaufen, aber der erste kriegt die nur. Otto war Sponsor der Olympischen Spiele. Ich kann mir C und D beides vorstellen, aber da du C ausschließen willst, nehmen wir D. Ja, okay. Bin ich einverstanden mit. Ja. Also Erklärung könnte ich für C und D mir immer zusammenreimen. Ja, und genau. B ist für mich, ich glaube, da gab es doch keinen PC und A ist Otto war nicht so ein raffgieriger Penner. B wäre auch viel zu günstig. Also, was nehmt ihr? D. Wie D. Dora. Ein echtes, lebendiges Pony. So. Ja, weil es hier gerade kurz mal. Zerstürmt, muss ich leider ganz kurz... Du bist heute übrigens schon zweimal... Ja, okay, Bram, du bist heute schon zweimal gebaitet worden, ne? Das ist das Problem an der Geschichte. Vielleicht ist das jetzt das dritte Mal, in dem Andi... Oh, bitte nicht. Ich hoffe jetzt, dass es C ist. Warum? Wir haben auf die gesetzt, Peter. Jetzt können wir mal gerade gucken. Ihr beide sagt, das wissen sie. Nur und Reese sagen, das nee. Keck. Das können sie nicht beantworten. Gab es schon Sponsoren damals? Waren die vielleicht irgendwie Sponsor der Olympischen Spiele und haben dann irgendwie eine verkauft? Die erste? Tja. Das
Weiß ich nicht, ob wir das erfahren werden, denn die richtige Antwort lautet tatsächlich D. Peter! Es ist ein echtes, lebendiges Pony. Peter, bist du jetzt angepisst? Schade. Okay. Ich merke mir das. Du hast 2 Punkte bekommen, ja. Dein Team. Ja, ich wollte gerade sagen, es war mega, Peter. Wir sind jetzt zweiter Platz wieder. Aber Peter, wusstest du das? Nee, ich hatte keine Ahnung. Nee, okay, aber warum? Dann hätte das doch auch C sein können. Warum hast du dich dann aufgeregt? Ja, dass es überhaupt einen Tipp gab. Ach so, ja, das, okay, das verstehe ich. Naja, Tipp. Das, ihr macht ein Metagame, da kann ich nichts für. Also, ein echtes lebendiges Pony. Ich hoffe, das sieht man jetzt auch. Nein, sieht man nicht. Doch, da ist es. Ich hoffe, man sieht das bei euch auch. Still das mal. Ist 58, 20, das 51. Da hat man Tipps noch mit einem P geschrieben. Ja. 745 D-Mark, gibt's eine Stellnummer, nur gegen Vorkasse, zuzüglich Frachtkosten ca. 50 D-Mark. Frachtkosten. Das war auch noch günstig. Ja. Guck mal, das kommt sogar mit ärztlichem Attest. In verschiedenen Farben, ich kann ihn mehr. Alter, was? Scheiße. Oh mein Gott. Guck mal, da konntest du mal die anderen Sachen. Hübsches Vogelleibung haben. Katalog. Ja, das ging damals noch. Ne? Ja. Heute geht es sowas nicht mehr. Jetzt die Frage, haben wir einen Rückschritt gemacht? Man kann ich glaube, ja. Direkt mit dabei. Dass ich sowas nicht mehr haben heute kann. Heute gibt es nicht mehr den Otto-Katalog. Und ja. Okay, aber da ihr das wusstet, gibt es natürlich Punkte für euch. Ist nur die Frage, wie viel. Also wie viele aus unserem Chat wussten das? Oder haben zumindest drauf gesetzt. Reicht schon. Alter. Oh. Okay, da mit 63. Nice. Okay, das schien Common Knowledge zu sein das mehr. Oder genauso etwas mehr. Viele wie mit dem Nylonfaden fast. Krass. 3 Punkte gibt das für euch. Das heißt, mit 11 Punkten weiterhin in Führung. Vor Peter und Sepp mit 7 und Nova und Reese mit 6 Punkten. Ja. Aktuell zumindest noch, aber sie haben ja noch nicht ihre dritte Frage gespielt. Und die kommt jetzt. Und bevor wir die machen, ihr könnt auch gerne, also, ne, weil ich ja ein paar Mal schon jetzt gesehen habe im Chat, wir hatten ja bisher noch nicht so, weiß nicht, habt ihr schon mal mit den Jungs gestreamt, ihr beiden? Nee, ich glaube noch nicht, oder? Nee, glaube nicht, nee. Doch, noch nie. Doch, ja, wir hatten doch, einmal wir. Das Event. Ach doch, stimmt. Von das Xbox Event. Forza. Genau. Ja. Ja, okay. Das war cool. Ja, deswegen, weil im Chat natürlich hin und wieder mal gefragt wird, wer ihr eigentlich seid. Ne? Reese, du machst unter anderem zum Beispiel einen Podcast, was ja auch relevant ist oder beziehungsweise ganz interessant für unseren Chat hier, weil ihr habt ja auch ein Buch rausgebracht, was ja unter anderem mit Mikkel geschrieben wurde. Richtig. Ja, also ja. Mikkel hat es geschrieben, wir haben einfach irgendwie ihm viel Kummer gemacht, glaube ich. So war der Ablauf. Oh, guck mal hier, direkt auch wird in Bild gehalten von Nova. Mega Ding. Ah, ey. Mega Ding. Und du hast tatsächlich deine Kochvideos angefangen. Und die Kochvideos habe ich auch angefangen, ja. Ja. Genau, also mit Papa Platze zusammen einen Podcast und ihr streamt natürlich auch, ne? Also deswegen, ich habe ja schon gesagt, geht gerne auch bei den beiden vorbei und lasst einen Sub da oder eine Donation, wie auch immer. Und Nova, du bist ja bei Seven vs. Wild dabei, unter anderem. Yes, sir. Ja, oh, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wie kannst du denn jetzt hier sein? Das ist so. Das ist eh alles fake. Hab ich nicht hinbekommen, du machst bei Seven vs. Wild mit? Ja. Sag mal, geht's dir noch gut? Du bist der Ich bin auch sehr gespannt. Also, hast du Vorerfahrungen so in der Wildnis? Yes. Okay. Ich weiß nicht genau, ich glaube 12, 13, 14, fast 15 Jahre bei den Pfadfindern. Geil, okay. Auch wenn man das jetzt hier so überhaupt nicht sehen mag oder so ahnen mag, aber ich habe doch schon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Nächte draußen verbracht. Ich habe Feuer gemacht, Holz gehackt. Pfadfinder-Menschen sind gute Menschen. Danke, Mann. Das stimmt. Ist so. Ja, also das kann man natürlich nicht mit tropischem Klima vergleichen, dessen bin ich mir absolut bewusst und auch, es ist ja auch schon jetzt ein, zwei Jährchen her, deswegen, da werde ich nochmal in intensive Vorbereitung gehen, aber ich denke, meine Chancen sind nicht gegen null. Ich werde es natürlich jetzt, denke ich mal, nicht abreißen wie ein Fritz oder ein Otto, aber ich habe mir Mühe gegeben, bin dabei. Ja, geil. Ich bin motiviert. Ding, ja. Gut. Da kann ich auch von ausgehen. Ich werde auf jede Folge geiern. Ey. Ich fand Staffel 1 schon mega gut. Geil, danke. Ja, ich hoffe, ich mache euch alle stolz. Ne? Ich gebe ein bisschen. Ja. Ihr Twitch represent so. Ja. Nochmal ganz kurz so ein Industrieprodukt, was es da nicht geben für Trinken. Ein letztes Mal. Ja, also so ist sie auch, wenn die beiden sind. Wusste ich nicht. Falls ihr das noch nicht wusstet. Ja, also sehr interessant. Schaut mal gerne bei den beiden vorbei, aber noch nicht jetzt, denn jetzt kommt ja erstmal die nächste Frage für die beiden. Ihr seid bereit? Yes. Sehr gut. Eure Frage lautet:
Weshalb leben Kometenfalter meist nur maximal 6 Tage? Ist kein. Ja, fast. Der Schmetterling. Die Schmetterlingsfrage. Ja, weshalb leben Kometenfalter meist nur maximal 6 Tage, obwohl sie sich zuvor etwa 10 Monate lang von einer Raupe zu einem Falter entwickeln? A. Diese Tierart verlor im Laufe der Jahrhunderte die Möglichkeit, Nahrung aufzunehmen. Oder B. Der Falter hat die meisten Fressfeinde im gesamten Tierreich. C. Der Siedepunkt des Körpers liegt nur knapp über der natürlichen Körpertemperatur des Falters. Oder D. Das Futter, welches die Raupen zum Wachsen benötigen, ist für den entwickelten Falter giftig. 10 Sekunden für die anderen beiden Teams und den Chat ab jetzt. Ja. Hm. Oder? Kann man machen. Und ihr könnt loslegen. Boah, das ist eine fiese Frage. Hm. Irgendwie alles könnte so ein bisschen sein, ne? Ich könnte mir halt auch A vorstellen, dass halt, also dass die Raupe Möglichkeit hat, Nahrung aufzunehmen, der ausgewachsene Falter nicht, der pflanzt sich nur fort und dann ist halt praktisch seine Sache getan und dann jalla Abfahrt. So. Ich meine, es würde halt, ich meine, diese Art würde ja nicht bis heute weiter bestehen, wenn die sich nicht innerhalb von diesen 6 Tagen super schnell fortpflanzen würden, I guess, right? Das heißt, und dann ist ja ihr ganzer Sinn auch schon irgendwie getan. Genau, das ist ja nur Fortpflanzung, ist ja der Sinn. Und deswegen könnte ich mir. Ich glaube, es ist A. So. Das ist bei Menschen nicht auch so. Also, weil die meisten, ja, der Falter hat die meisten Fressfeinde. Klar, das kann auch sein, aber. Kann ich mir nicht vorstellen. Die meisten Fressfeinde im gesamten Tierreich kann ich mir nicht vorstellen. Schon krass, ne? Also, da ist, glaube ich, irgend so eine kleine Kackgrille oder irgend so ein Lauffisch, hat da, glaube ich, mehr Probleme. So. Ich glaube, es ist A. Und der Siedepunkt des Körpers, ich glaube nicht, dass da die Natur irgendwie, also da muss sie ja irgendwann realisiert haben, so, die natürliche Auslese muss ja irgendwann sich gedacht haben, so, meine Herren, was ist das denn? Ja, aber guck mal, wenn die trotzdem sich schnell genug vermehren können, dann ist es ja vielleicht gar kein Problem. Also vielleicht ist es so, dass der sechs Tage lang schafft er es quasi, seine Körper sich runterzukühlen. Und dann aber warum ist er dann auf einmal nicht mehr? Warum kann er 6 Tage lang mäßig und dann so, nicht mal, mehr? Vielleicht sind seine 6 Tage so wie für uns halt 80 Jahre. Weißt du, so, dass für ihn einfach so, einfach der Körper ist dann kaputt, der kann dann nicht mehr irgendwie kann sich runterkühlen. Sein. Ja, Futter, welche Raupen zum Wachs benötigen, aber dann, das ist halt auch, warum sollte der Falter das Futter, also was? Nee. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es ist A. Es würde Sinn ergeben, weil, die Raupen entwickeln sich, bla bla bla, und dann das Ende des Lebens ist ja darauf ausgerichtet, sich fortzupflanzen. Das können sie innerhalb dieser 6 Tage machen. So, und vielleicht müssen sie in der Zeit gar keine Nahrung aufnehmen, weil die halt noch da, so, weißt du, was ich meine? Die haben ja, also das ist ja ganz oft so bei solchen Tieren, dass die wirklich so niedere Abläufe haben und das halt wirklich nur ist Fortpflanzung. Das ist durch und dann dead. Bei Spinnen ja auch oft so, dass sie dann, wie gesagt, das Pärchen fressen, nachdem sie sich gepaart haben, weil das dann durch. Ich überlege gerade noch über das Wort Siedepunkt, weil es irgendwie auch so ein komisches Wort in dem Zusammenhang ist, oder? Das heißt doch, Siedepunkt heißt doch, weil man kocht, das ist kocht. Ja, deswegen, das ist irgendwie, das ist sassy. Ich glaube, es ist A. Also ich will jetzt hier nicht, wenn das jetzt falsch ist, dann ist es falsch, aber das ist das Einzige, was jetzt für mich Sinn ergibt. Boah, das ist eine ganz eklige Frage irgendwie. Ja. Okay, ja, wenn du da so strong feelings hast, dann lass nehmen, weil ich bin gerade... Kann auch sein, dass ich richtig reinkacke, aber... Ich bin gerade sehr undecided vom Gefühl her. Fressfeinde, ja? Ich meine, maybe, Alter, in so einem crazy Insekten-Ding und... Weil, wer frisst denn Falter? Was für Tiere fressen Falter? Vögel, eine Eule zum Beispiel. Aber die meisten Fressfeinde würde ja bedeuten, dass... alles das fressen will. Füchse wollen das essen, im ganzen Tierreich. Haie wollen es essen. Ja, das macht keinen Sinn, oder? Ich glaube, nein. Ich glaube nicht. Okay, da würdest du auch vielleicht hat einfach, das ist ja, Tiere entwickeln sich ja auch immer weiter. Also, ich habe mir jetzt gerade das entfallen, aber es gibt ja diese verschiedenen Evolutionstheorien so. Und das kann ich mir, über Jahrhunderte ist es vielleicht einfach so, dass sie auch in den 6 Tagen eh keine Nahrung so wirklich zu sich genommen haben, weil sie halt nur diese Paarung im Kopf hatten. Ich check. Das Einzige, was ich gerade noch so ein bisschen nicht ausschließen kann, ist D. Weil D könnte auch echt plausibel sein, dass die irgendwie was futtern und das ist aber dann für den anderen giftig, für das ausgewachsene Tier. Weil das ist so ein bisschen, die könnten die gleiche Begründung sein, weißt du? Es ist egal, dass es giftig ist, weil er sich so schnell fortpflanzt. Genauso wie er muss keine Nahrung mehr aufnehmen bei A. Aber was sollte es biologisch in dem Insekt verändern,
dass es auf einmal die Nahrungsquelle als giftig anerkennt. Klar, ich verstehe, wenn das ein anderes Tier wäre, aber nur in der Entwicklung, warum sollte es auf einmal... Klar, es kann sein, aber für mich klingt... Okay, aber Real Talk, von Raupe zu Falter ist schon wie, als wäre es ein anderes Tier, so. Überleg mal. Safe. Ja, komm, lass mal A nehmen einfach. Ich nehme A, wenn nicht, dann lünch mich. Ja, okay. Okay, dann logge ich A für euch ein. Diese Tierart verlor im Laufe der Jahrhunderte die Möglichkeit, Nahrung aufzunehmen. Wird Nova gelünscht oder nicht? Ich glaube, das ist Nova. Wenn das wirklich so wäre, es hat ganz, dann hat Darwin verkackt. Ich glaube auch. Die anderen beiden Teams glauben euch, vertrauen euch da, haben Vertrauen in euch, besser gesagt. Das ist absolut fein, der Abstand bleibt gleich jetzt. Ja, also je nachdem bekommen beide entweder Punkte oder nicht. Das kommt jetzt natürlich ganz drauf an, ob diese Antwort richtig ist. Und die richtige Antwort lautet tatsächlich eine. Krass. Halleluja. Stark. Krass. Stark. Ey, komm, stark. Wrong. Ja, 2 Punkte jeweils für die anderen beiden. Und es ist tatsächlich so, also die haben einfach keinen Mund letztendlich, oder beziehungsweise so einen Schnabel, mit dem die ja die Nahrung normalerweise aufnehmen, der ist über die Jahrhunderte einfach so hinten übergefallen. Okay. Ja. Weil sie es ja nicht benötigt haben und das ist halt deswegen, ja okay, Tiere entwickeln sich immer weiter. Du bist 6 Tage nur dazu da, um dich weiter fortzupflanzen. So bimsen, ja. Perfekt. Ja. Ja, Traum. Nachdem du dich 10 Monate lang dazu entwickelt hast und dann nach 6 Tagen. Ja, aber die kriegst du ja gar nicht mit. Also eigentlich kriegst du ja nur die 6 Tage mit. Das heißt, 100% deiner Lebenszeit verbringst du mit Sex. Oh nein. Oh nein. Das ist ja schrecklich. Oh nein. Das ist schon beachtlich, finde ich. Ja. Ja, crazy. So ist das. Ja, sehr und dann interessant, kann er nur einmal. Das steht ja nicht. Ja, das heißt, ihr habt die richtige Antwort gegeben. Es gibt Punkte für euch. Okay, es war die Frage, wie viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer das denn wussten, beziehungsweise darauf gesetzt haben. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich werde wieder aufmachen. Komm. Stopp. Also wissen sehr viele. Boah, 57%, das sind gerade so 3 Punkte. Schade, Schokolade. Super eklig. Der Chat ist ganz schön smart heute, ey. Ja, auch hat gedacht. 21% noch für D, aber ja. Der Rest ging relativ unter dann. Ja, sehr schön. Bisher wusstet ihr alles, oder? Glaube schon. Alles ja. Wird mal Zeit für ein Fail, ne? Also wenn die theoretisch dürfte ja so ein Kometenfalter dann aber auch keine richtigen Organe zur Verdauung mehr haben, weil es gibt ja gar keine Möglichkeit, Nahrung aufzunehmen. Ich die hat er bestimmt auch alle gar aus irgendwelchen dummen Gründen. Ja, ist sehr interessant. Weiß ich nicht tatsächlich, aber dieser Rüssel ist einfach alles nicht weg. Tja. Krass. Sehr, sehr interessant, ne? Wenn man darwinistisch Matzen irgendwie nicht so viel sind. Aber naja. Ah, gut. Okay. Das waren die 2. Fragen für alle Teams und wir gehen jetzt zu den 3. Fragen. Beginnen natürlich wieder mit Peter und Sepp. Ihr seid bereit? Bereit. Sehr gut. Dann lautet eure Frage. Was findet man oft in Wänden? Befindlichen Hohlräumen, also oft in Wänden befindlichen Hohlräumen, also in den Hohlräumen in den Wänden, von Häusern aus den 1950er Jahren in den USA, wenn man sie abreißt. Das weiß ich. A. Fuck you. Gaslampen. Oder B. Benutzte Rasierklingen. Oder C. Barbie-Puppen. Oder doch D. Ein-Dollar-Noten. 10 Sekunden Zeit für die anderen beiden und den Chat ab jetzt. Uns Ender. Ich glaube, wir wissen die nicht. Okay, Sebastian. Also, finde ich super schwierig. Keine Ahnung. Ist unfassbar dumm. Ich würde ein paar Sachen ausschließen, glaube ich. Also, 1-Dollar-Noten würde ich ausschließen, glaube ich. Warum? Weil das Geld ist. Warum sollte man Geld wegmachen? Warum, also hat man das irgendwie als Abstandshalter benutzt oder so? Man hat das irgendwie, wenn du 2 Wände zusammen machst, dann irgendwie eine Dollarnote dazwischen geschoben, um den. Aber ja, jetzt auch Papier nehmen können, ne? Ja, ohne Witz, wer wirft Geld weg? Ja, aber sowas wäre jetzt so die Erklärung, weißt du? Dann haben die damit irgendwie. Aber YouTube Money, Peter, gab's damals schon. Dollar war damals ja auch noch deutlich mehr wert, Alter. Da konntest du ja ein Auto verkaufen. Ja, 3 Mark. Ja.
Also würde mich jetzt. Also die Wände von damals sind doch eigentlich alle aus Holz gewesen, oder? Hätte ich jetzt auch gesagt. Deswegen finde ich Gaslampen auch richtig scheiße. Würde ich schon nicht nehmen. Außer die haben das irgendwie genommen, um. Das ist meine Heizung, damit heize ich jetzt. Ich verbrenne in meiner Wand Gas. Das macht aber irgendwie nicht so viel Sinn. Benutzte Rasierklingen? Weiß ich nicht. Dann haben irgendwie. Die hast du nicht in den Müll schmeißen können, weil war irgendwie Sondermüll oder nee, weiß ich Bau nicht. War. Also das wäre noch das Einzige, was ich mir irgendwie erklären könnte. Du hast Rasierklingen benutzt, um zum Beispiel Tapeten zu schneiden. Aus irgendwelchen Gründen, weil das vielleicht, weiß ich nicht. Und dann hast du die nicht in den Mülleimer geworfen, sondern einfach hinter die Wände. Ja. Aber auch das ist schon sehr weit hergeholt. Aber doch das Vernünftigste, weil Barbie-Puppen ergibt für mich wieder überhaupt gar keinen Sinn. Außer die Kinder haben immer irgendwie gespielt und ihre. Ja, wobei, warum sie die Puppe da verstecken? Also Kinder verstecken ja gerne Sachen, aber warum dann irgendwie. Ja, aber findet man oft in Wänden befindlichen Hohlräumen. So, das ist sowas, was haben viele gemacht. Das heißt, das werden nicht irgendwelche Kinder gewesen sein, sondern das wird was mit den Bauarbeiten zu tun gehabt haben. Ja, oder so Alltagssachen, ne? Also ich habe da immer meine Rasierklingen einfach in den Schlitz von meiner Wand reingeschmissen, dann ist sie weg. Das ergibt keinen Sinn. Ich wäre fast für einen Joker. Wir haben noch 3 Fragen, ne? Genau, danach jetzt noch 2. Also das, genau. Das ist jetzt die 3. von 5. Hättest du denn eine Idee, wen man anrufen könnte? Nee, anrufen nicht. Ich würde, glaube ich, den Publikumsjoker nehmen, oder? Okay, dann lass einen Publikumsjoker nehmen. Also ich finde die halt H zu B, weil das Einzige ist, was ich mir herleiten kann. Ja. Aber wir haben ja nur noch 2 Fragen, also können wir den auch jetzt. Achso, wir haben eh schon benutzt, okay. Ja, ihr habt ja eben gesagt, deswegen 4% für C und 5% für Gas. Ja, das ist so ein eindeutiges Ding. Da sind jetzt 9% weg, ne? Alle haben die Rasierklinge, glaube ich, genommen. Ja, okay, aber ich würde sie trotzdem halt auch nehmen. Oh, warte mal. Es kann aber nicht sein, dass die den Hohlraum irgendwie zum Verstecken von Geld genommen haben, ne? So als Bankersatz. Findet man oft, das kann ich, für 1-Dollar-Noten, das ist dann ja nicht mehr 10 Dollar, sondern explizit 1-Dollar-Noten. Wenn du Geld versteckst, dann benutzt du nicht 1-Dollar-Noten, außer irgendwie dieses Stripper-Geld von deiner Frau oder so. Ergibt halt alles keinen Sinn für mich. Ich versuche hier nur was herzuleiten. Lass doch einfach B nehmen, das ist das einzig Logische. Halt das und nimm das und. Wolltest du gerade sagen, halt die Schnauze? Nee. Also, soll ich für euch B einloggen, ja? Ja. Okay, dann nehmt ihr die benutzten Rasierklingen. Sehr schön. Das hat auch der ganze Chat genommen, ey, scheiße. Ja, die anderen beiden Teams haben da Vertrauen in euch. Klar, 2 Punkte wisst ihr, wahrscheinlich. Das weiß jeder. Das ist Common Knowledge. Was ist es denn, Bram? B. Wie wissen ihr dann alle? 100% B. Das kann man auch in TikTok zugesehen. Also früher hieß es hier immer, dass Bram irgendeine Netflix-Doku darüber zufälligerweise gesehen hat, aber jetzt scheint es TikTok zu sein. Ja, das ist immer wieder Netflix geht zugrunde. Ja, genau. Also, ihr sagt benutzte Rasierklingen und die richtige Antwort lautet tatsächlich B. Total 1-Dollar-Note geklickt. Liegt es an den Tapeten? Nee. Okay. Sepp war gar nicht so weit weg. Man hat früher in den Bädern, hat man ja so Wandschränke gehabt, wo einfach die ganzen Sachen reinkamen, Parfums oder was auch immer. Und man hat sich ja damals noch ganz normal rasiert, eben nass rasiert. Und das Problem waren eben diese Klingen, weil die müssen ja irgendwo hin und die sind ja gefährlich, wenn man die jetzt einfach in den Müll wirft. Alter, und damals dachte man sich, ja, die beste Lösung ist, man macht einfach einen Schlitz in die Wand und dann wirft man die da rein und dann sind die ja weg. So. Ja. Richtig, das ist klar. Warum haben die nicht einfach in den Mülleimer geschmissen? Was macht man denn heute damit? Im Mülleimer. Im Mülleimer. Also das ist tatsächlich so, das war in den 50ern so und es gibt ganz oft so, dass Leute heutzutage in den USA Häuser abreißen und das einfach nicht mehr wissen, obwohl es erst 70 Jahre her ist, dass das gemacht wurde. Und die denken sich dann, warum sind denn da so viele Rasierklingen? Crazy. Ja, deswegen. Ja, also wusstet ihr? Das wusstet ihr auch alle nicht, oder? Die anderen beiden Teams haben natürlich auch jeweils 2 Punkte dafür bekommen, weil sie ja richtig eingeschätzt haben. Jetzt ist nur die Frage, wie viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer wussten das? Wie viele Punkte bekommt ihr? Boah. Ah, ein Punkt, würde ich sagen, maximal, das kannte ich, wusste jeder. Ich hoffe, maximal, wie viel denn sonst? Oh, yeah. Was? 58. Noch 3. Das sind noch 3. Immerhin, bei 9%, die da weg waren. Ja,
Ja, 33% haben noch 1-Dollar-Noten gesagt. Ne? Also danke an die 33%. Ja. Hätte noch mehr sein können, finde ich. Ja, wirklich. Damit ihr aktuell auf dem zweiten Platz. Und ja, alle drei Fragen bisher gewusst. Sehr, sehr gut. Und wir gehen zur nächsten Frage für Brammen und Christian. Das bedeutet, ihr bitte den Chat einmal zumachen, falls offen. Dann. Sehr schön. Und eure dritte Frage, ihr habt bisher ja auch alle gewusst, lautet folgendermaßen. Am 27. April 2014 verfuhr sich Schauspielerin Laia Costa mit einem Auto in Berlin. Wieso musste deshalb fast der gesamte Kinofilm, in dem sie die Hauptrolle spielte, komplett neu gedreht werden? A. Sie zerstörte dabei die Speichermedien der Rohaufnahmen des Films. Oder B. Sie trennte sich dabei ihren linken Arm ab. C. Sie verfuhr sich während einer Szene. Dabei wäre fast das Filmteam ins Bild geraten. Oder D. Sie erschien zu spät zur Filmpremiere, die als essentieller Teil selbst in den Film geschnitten werden sollte. 10 Sekunden Zeit für den Chat und für die anderen beiden Teams ab jetzt. Und ihr dürft. Mhm. Das war A. Das was? Wusstest du? Nein. Ich wollte nur mal gucken. Also pass auf, wenn die halt den ganzen Film neu gedreht, ich weiß nicht mal, wer ich Laia Costa, muss ich mir ein Bild googeln. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber wenn es um spezielle Szenen geht, ne, irgendwie, dann wäre das Filmteam ins Bild geraten, dafür musst du doch nicht den ganzen Film neu drehen. Wer dreht denn so einen Film? Ja, glaube ich. Das ist halt. Ja nicht, guck mal, über 1917 haben die ja so super wenige Schnitte ein benutzt. Ein echter weißt, One-Taker. Da, eben, also das kann ich mir nicht vorstellen. War der Film ein echter One-Taker? Welcher? Der Film von ihr. Und deswegen, also das würde C erklären. Ja, dann würde D aber genauso passen. Und deswegen geht's schon wieder nicht. Weil da ist ja auch ein Teil des Films, der sozusagen neu gedreht werden muss. Ja, außer wenn dann die zu spät zur Filmpremiere erschienen worden wären, dann wären die halt später gekommen, dann hätten die halt 20 Minuten später angefangen zu drehen. Ja genau, aber in beiden Fällen müssen die halt einen Teil des Films neu drehen. Und wenn dann die Antwort wäre, okay, das war ein One-Take-Film, dann würde ja C und D passen und du müsstest tatsächlich wissen, ob es wegen der... Das ist richtig. Ja, ich würde sagen, A ist es nicht. Ja, als Schauspielerin wird die doch die Speichermedien nicht mitgekriegt haben. Das glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen müssten die doch... Aber... Jetzt ist die Frage. Da steht, wieso musste deshalb fast der gesamte Kinofilm, in dem sie die Hauptrolle spielte, komplett neu gedreht werden. Das könnte man auch so verstehen, dass sie danach nicht mehr die Hauptrolle gespielt hat, weil der linke Arm gefehlt hat. Also... Ja, ja, stimmt. Ja, könnte man machen, aber wenn sie den Link, wenn der linke Arm gefehlt, also B würde ich rausschmeißen, einfach weil, naja, ne? Dann, also ganz ehrlich, wenn du den Arm abtrennst, dann machst du den Film doch nicht neu, du wirst doch dann wahrscheinlich mit anderen Sachen beschäftigt, wie Rea und was nicht alles. Ja, wir haben gesagt, fast den gesamten Kinofilm, wenn die Hauptrolle da gespielt hat, naja, dann ist das ja eigentlich nicht nur, ja, dann ist das doch schon fast. Einige Szenen, wo die nicht vorkommt. Ne? Also, weil, guck mal, C ist eine eigene Szene. D genauso. Dafür musst du nicht fast den gesamten Film neu drehen. Das stimmt, aber C und D, also C und sowohl D ist für mich bei immer noch, wäre für mich noch drin wegen dem One-Taker. Und ja, du müsstest dann halt... Dann würden halt zwei Antworten passen. Ne? Und D, Moment, D kann beim One-Taker nicht sein. Weil, das müsste ja dann in den Film geschnitten werden, der gerade gezeigt wird. Geht bei D nicht. Wait, what? Ja, pass auf. D kann kein One-Taker sein, weil die Filmpremiere, die gezeigt wird, da muss schon geschnittenes Material gezeigt werden, was nicht sein kann, wenn du gerade einen One-Taker drehst. Achso, da war vielleicht ist das ja alle noch live gewesen. Weiß ich nicht, also... Ja, das ist richtig. Also B ist für mich raus. Und A auch. Ganz ehrlich, A auch. Die Schauspielerin kriegt niemals die Speichermedien mit. Mit den Rohaufnahmen. Die werden doppelt und dreifach direkt abgespeichert. Vor allen Dingen 2014. Wir reden ja nicht mehr von 1900 irgendwas. 2014, die hat der Kameramann abgenommen bekommen und dann sind die direkt hundertfach kopiert worden.
Denkt an eure Joker. Ich glaube, also ich bin bei B. Warum sollte sonst erwähnt werden, dass sie die Hauptrolle gespielt hat? Wenn die den Arm abgetrennt bekommt, dann ist sie doch danach nicht mehr... Also, die ist ja die Hauptrolle in dem Film. Ja. Das heißt, sie haben den Film gedreht, dann hat die sich den Arm abgetrennt, dann haben die den Film nochmal gedreht. Ja. Mit ihr. Oder alles CGI. Boah, mittlerweile bin ich echt raus. Weil... Lass auch den Publikumsjoker nehmen. Ja, von mir aus. Den nehmen wir. Okay. Der bringt halt das wenig. Das sind die beiden Antworten mit den wenigsten Votes. 13% für C, 21% für A. Fuck. Uff. Und eure Zeit läuft so langsam. Ja, ich weiß. D ist mir zu simpel. A, B kann es natürlich auch sein, aber ganz ehrlich, wenn ihr den Arm abgetrennt wird, machst du den Film danach nochmal neu? Würdest du dann nicht eher dafür sorgen, dass innerhalb des Films du die letzte Szene irgendwie nochmal neu drehst? Das dauert ja auch eine ganze Ecke, oder? Also ich meine, Tragik, dir fehlt ein Arm, du gehst ja nicht nach 2 Wochen aus dem Krankenhaus raus und sagst, hey, lass mal. Genau, sondern halt nach einem Jahr oder so, oder nach 2 oder so. Ja, dann nehmen wir D. Dann will ich C nehmen. Aber wir können auch dann entscheiden. Okay. Entscheid du. Nimm du. B, okay. B. Dann nehmen wir B. Sie trennte sich dabei ihren linken Arm ab. Das war eine schwere Geburt. Aber auch ich glaube, das war der One-Taker tatsächlich, der in Berlin gedreht wurde 2014. Also ich glaube sogar tatsächlich, dass es C ist, weil die sich verfahren hat und dann musste halt der komplette One-Take nochmal gemacht werden. Also. Ja, das ist doch doof gelaufen. Vielleicht danke, Breda, für die Spannung. Vielleicht bringt es euch ja schon was, wenn ich den Filmnamen sage. Ich habe das letztens auch vorher erklärt, bevor es aufgeklärt wurde. Ich wollte auch mal ein bisschen zeigen, dass ich was gesagt habe. Ja, aber du hast danach gefragt. Egal. Also der Film, beziehungsweise ich zeige erstmal, was die anderen beiden Teams gesagt haben, denn die trauen euch das zu. Dass ihr das die Antwortmöglichkeiten aber frech in dem Fall. Ja. Weiß es einer von den anderen? Nee. Also habe ich nicht gerade gesagt? Ja, also ich glaube, das ist das, was Peter gesagt. Ja, also Peter ist schon ganz gut, beziehungsweise eigentlich ist es fast schon. Der Film heißt Victoria. Falls ihr den kennt, wisst ihr jetzt, dass das ein sogenannter One-Take-Film ist. Das bedeutet, da ist kein Schnitt drin. Und zwar auch tatsächlich nicht. Also das ist kein Fake und so, der ist einfach am Stück gedreht. Und es gibt eine Szene, in der die durch Berlin fahren müssen mit einem Auto. Die Schauspielerin Laia Costa, die Hauptrolle spielt, die fährt und die verfährt sich aber leider. Kommt nicht in der Straße raus, wo sie eigentlich rauskommen sollten und fährt damit fast, oder beziehungsweise sie fahren am Filmteam vorbei und der Kameramann muss in letzter Sekunde eben, der auch mit im Auto sitzt, nach unten filmen, damit eben das Filmteam nicht im Bild ist. Das war schon relativ weit im Film drin, schon über eine Stunde. Das heißt, sie hätten es komplett neu machen müssen, falls sie im Bild gewesen wären. Aber es wurde gerade noch so gerettet, deswegen fast wurde der gesamte Kinofilm neu gedreht. Aber nur fast, er wurde nicht neu gedreht. Aber fast wäre es dazu gekommen. Deshalb richtige Antwort C. Tatsächlich. Ja, das wären richtig viele Punkte gewesen. Ja, die Antwort, die auch am wenigsten Leute genommen haben im Chat. Ja, das heißt, die erste falsch beantwortete Frage des Abends. Aber es gibt keine Punkte für die anderen beiden Teams. Scheiße. Und wir schauen aber mal, wie viele Punkte das gewesen wären. Hättet ihr es gewusst? Und bald. Ja. Scheißendreck, ey. Saftig. Ey, Christian, ist egal. Wir sind immer noch vor Peter und die haben die Frage schon beantwortet und die anderen beiden verkacken jetzt. Ey! Was soll das denn jetzt bitte heute hin? Gemein. Ich hab die Frage falsch verstanden auch, muss ich sagen. Also, das hat mit der Antwort nichts zu tun, aber fast der gesamte Kinofilm, ich hab gedacht, so, der ist auf jeden Fall neu gedreht worden. Weil fast der gesamte Kinofilm neu gedreht wurde. Und nicht musste der Film neu gedreht werden. Ist ja auch völlig egal. Also, 43% an sich für D entschieden, ne? Also, das ist interessant. Und die wenigsten eben für die tatsächlich richtige Antwort. Also, okay, keine Punkte für euch. Da. Ihr führt immer trotzdem immer noch mit 15 Punkten. Auch keine Punkte vor Peter und Sepp mit 12 und Noah. Jetzt verstehe ich deine Verwirrung, Christian. Ja, das ist nicht gut gestellt. Ich finde das auch wirklich. Auch ich fand bei uns eine Formulierung. Zwei Antworten dann halt in die gleiche Richtung gehen. Ja, jetzt holen wir es mit Punkten hier, komm. Okay, wir gehen zur nächsten Frage und die ist für Nova und Reese und sie lautet folgendermaßen. Was fand im Jahr 1981 zum letzten Mal auf deutschem Boden statt?
1981 zum letzten Mal auf deutschem Boden? A. Die Durchführung der Todesstrafe. Oder B. Ein Bundesparteitag der NSDAP. Oder C. Ein Putschversuch. Oder doch D. Der Raketenstart einer Weltraummission. 10 Sekunden Zeit für den Chat und für die anderen beiden Teams ab jetzt. Puh. Okay, Sepp will nicht nochmal ändern, okay. Eure Zeit läuft. Also Todesstrafe scheint mir viel zu spät zu sein dafür. Right? 81 Todesstrafe? Also ich meine, in den USA gibt es immer noch Todesstrafe, ne? Ja, fair. Aber in Polen wurde gerade Abtreibung verboten. Also das ist immer so, ich glaube, Deutschland ist schon in manchen Sachen voraus, fair. Aber wollen wir einfach erstmal einen Community-Joker raushauen? Dann ist er aber auch weg, ne? Aber ich finde die Frage schwer. Also ich bin, ja, das Ding ist Putschversuch. Ich weiß nicht genau, 81 ist ja auch noch DDR, right? Das heißt, es könnte ja auch dort einen Putschversuch gegeben haben. Doch, ja. Ja, das kann sein, auf jeden Fall. NSDAP schließen wir aus. Ich glaube auch, dass durch die DDR wir auch einen enormen Braindrain hatten, was Raketenwissenschaftler etc. anging. Ganz viele Deutsche sind ja auch in die USA deswegen ausgewandert für die NASA. Den ich mir auch vorstellen könnte, dass das eine der letzte Weltraummission war. Habe ich, also als es kam, hat es auch kurz so ein bisschen so, hat es mich da hingezogen. Ja. Ich mag Braindrain, das ist ja mega nice. Ja, das ist, also wenn halt praktisch die intelligenten Köpfe aus einem Land abkommen. Guter Begriff dafür. Raketenstart, Weltraum. Ja, aber das Ding ist, ja. Aber guck mal, das war die Idee. 40 Jahre nach dem Krieg, ne? Genau, aber man denkt, ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, man denkt jetzt so, boah, Todesstrafe, ey, Wallabila, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber wir hatten ja DDR auch, ne? Und vielleicht da ging es auch anders. Aber es könnte auch ein Putschversuch sein. Boah, true, haben die in der DDR noch Todesstrafen? Das könnte ich mir halt so gut vorstellen. Ich habe das Gefühl, Chat hilft dir nicht, sag ich dir ehrlich. Nee, Chat hilft gar nicht. Ich glaube, die sind genauso confused. Das war jetzt so das Erste, wo ich irgendwie so dachte, ich habe Chat aus, beziehungsweise, ich weiß halt auch nicht, wie Chat bei der Community, also wollen wir den Community-Dings nutzen? Ich glaube, das ist das, was Reese meinte, dass Chat nicht hilft. Ja. Soll ich Telefon-Joker, Hast du irgendjemanden, der geschichtlich smart ist? Ja, mein Dad. Den kennen wir dann. Ja? Ja. Ja, also die Punkte wären wichtig. Soll ich ihn anrufen? Ja, komm. Okay. Ruf an. Okay, dann stoppe ich die Zeit für euch. Hoffentlich geht er ran. Zeit zu telefonieren. Oh, wenn wir hier in 5 Punkte raushauen, das wäre schmackhaft. Ja, jetzt komm mal, ne? Hier in 5 Punkte. So. Ich gehe da ran. Ja, Nova ruft jetzt ihren Vater an. Den Papa. Bitte geh ran. Er ist gerade in Schweden. Ich glaube, das Netz ist doch scheiße. Oh no. Nee, in Schweden ist mega. Netz mega in Schweden. Papa? Ja. Hallo Papa, ich bin gerade live. Und ich bin gerade live, also ich bin gerade im Livestream. Auf Twitch. Genau. Achso, ich dachte, das war jetzt ein Wortspiel. Achso, Gott, nein. Gott. Stopp. Oh Gott, stopp. Das ist eine andere Geschichte. Und ich bin gerade bei einer Quizshow. Ich bin gerade bei einer Quizshow. Und das Ding ist, die Frage ist, was fand im Jahr 1981 zum letzten Mal auf deutschem Boden statt? Und wir haben die Auswahl: Durchführung der Todesstrafe, B ist ein Bundesparteitag der NSDAP, C ein Putschversuch oder D der Raketenstart einer Weltraummission. Weißt du das zufällig? Sag ich nochmal Ja-Zahl. Da muss ich mal kurz Augenblick an Rechner. Okay. Wir haben natürlich kein WLAN. 81, genau. Ja. So, das allerletzte Mal, dass irgendwas passiert ist. Ja, 81 gab es die DDR noch, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ja. Ob das eventuell, ob es das vielleicht ein Ereignis war, was jetzt in der DDR stattgefunden hat. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also, das Ding ist, wir haben halt, also ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell A ist, aber, also, dass es die Todesstrafe ist, ich weiß es halt nicht. Ja.
Was sagst du? Also das kann durchaus sein. Also ich weiß, dass in der DDR noch sehr lange irgendwie mit das praktiziert worden ist. Ja. Also irgendwie auch noch relativ zeitnah, sag ich mal, also wo wir eigentlich schon normale Mitteleuropäer sind. Und das hat aber in der DDR trotzdem noch in Ausnahmefällen stattgefunden. Also okay. das würde ich jetzt nicht ausschließen wollen, okay. Muss man so sagen. Aber Putschversuch und solche Sachen, das ist ja auch alles eher ein dehnbarer Begriff. Ne? Ja. Kein Putschversuch. Also okay. Ich meine, da war die Raffa unterwegs und Attentate ähnliches. Ja. Also nö. Also okay. So kann ich dir jetzt nicht wirklich hundertprozentig helfen, aber ich würde da eventuell nochmal drüber nachdenken, weil das ist möglich. Also das ist durchaus möglich. Und vor allen Dingen auf deutschem Boden. Deutet ja auch so ein bisschen darauf hin, dass der gesamtdeutsche Boden gemeint ist. Ne? Ja, das ist genau. Okay. Ja, ja. Ja, sorry. Okay. Nee, alles gut, aber nee, gut. Das ist okay. Danke das ist schön. Nein, alles gut, alles gut. Super. Ja, gut, okay. Sonst muss ich das ersetzen. Nein, Papa, das geht nicht um Geld. Alles klar. Alles klar. Okay, danke. Dann viel Spaß. Danke, Papa. Viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Ja, sehr schön. Ich glaube, je länger ich jetzt so drüber nachdenke, macht die Todesstrafe am meisten Sinn. Als zweites wäre so D. Süß mit dem Vater telefoniert. Ey, ich glaube, es ist A, Digga. Ich fand schön, wie der Papa auch mit dem Metagaming angefangen hat. Ey. Ja. Mein Papa ist einfach der Beste. Mega gut. Voll die Regeln geblickt. Ja, wollen wir A nehmen? Wir nehmen A, ich glaube, das macht Sinn. Wenn es jetzt auch B ist, dann egal. Das Ding ist, was mich daran so ein bisschen triggert, ist halt dieses auf deutschem Boden statt, dann mit der, mit 81, dann, dass halt die Todesstrafe im ersten Moment so ein richtiger so what the fuck, aber dann halt das Gedribbel mit deutschem Boden, ganzheitlicher deutscher Boden. NSDAP, Digga, Putschversuch. Ja, NSDAP macht keinen Sinn. Das ist ein super dehnbarer Begriff, das kann ja gefühlt jeden Tag noch stattfinden und Raketenstart einer Weltraummission, ja, ich glaube, da ist auch noch mal irgendwas passiert, keine Ahnung. Na, also, weiß ich nicht. Also D ist das Einzige, wo ich so zweifle, aber ich glaube, Todesstrafe macht trotzdem viel Sinn. Gerade auf der Grenze haben die auch einfach auf ihre eigenen Leute geschossen. Ich glaube, denen war auch irgendwann alles ein bisschen egal. Ja, ja. Lass mal annehmen. Oh, ja, okay. Wir loggen ein. Okay, dann nehme ich A, die Durchführung der Todesstrafe. Dein Vater hat auf jeden Fall jetzt sehr viele neue Fans bekommen. Ja. Bei uns im Chat. Kam sehr gut. Mein Papi. Ja. Die anderen beiden Teams sagen beide, dass ihr das wisst. Mhm. Haben da Vertrauen in euch. Könnt ihr dazu was sagen, liebe anderen beiden Teams? Ich nicht. Irgendwas? Keine Ahnung. Ja, glaub, also du meinst doch, du weißt. Die sind sowieso stark, die machen das jetzt auch. Okay. Außerdem taktisch war das von Vorteil, wenn sie uns dann nicht so weit wegziehen. Naja, bisher sind ja fast alle Fragen richtig beantwortet worden. So. Also ist ja gefährlicher, auf die wissen es nicht zu klicken, als umgekehrt. Ja. Okay, dann schauen wir mal, ob sie das denn tatsächlich wussten. Die richtige Antwort, 1981, das letzte Mal auf deutschem Boden, fand statt. Die Durchführung der Todesstrafe. Let's go. Kannst du dich bedanken bei deinem Papa? Oh, Papa, wussten leider alle. Wussten alle, ne? Keiner wusste es. Jeder wusste es. Das Common Knowledge einfach. Bei TikTok also, geht das auch alle voll rum. Wussten das. Jeder wusste das. Jeder hat das TikTok gesehen zum Thema. Alle sagen das, dass es A ist. Aber mich würde interessieren, wer das ist. Also wer das gewesen ist. Ja, alles ich kann Name. Ich kann euch mal kurz erklären, warum. Also war schon gar nicht so falsch. Es war tatsächlich in der DDR, denn da galt ja noch die Todesstrafe. In der BRD wurde es 49 abgeschafft, in der DDR nicht. Und 81 wurde tatsächlich das letzte Mal jemand umgebracht. Und zwar der Stasi-Hauptmann Werner Teske. Wegen Spionage wurde hingerichtet mit einem Tötungsmethode unerwarteter Nahschuss. Also keine Giftspritze oder was? Elektrischer Stuhl. Ja, also das heißt, die wurden was ist denn unerwarteter Nahschuss? Na, die wurden einfach, denen wurde gesagt, so, heute ist der Tag gekommen, sie werden jetzt umgebracht und dann wurden die in den Raum gebracht und in dem Moment, wo sie in diesen Raum reingehen, wird ihnen von hinten einfach eine Waffe an den Hinterkopf gehalten und abgedrückt, ohne dass sie das mitbekommen. Krass. Aber der war ja ein Hauptmann bei der Stasi, das heißt, er wusste, wie dieses Ding abläuft. Er wusste, was passiert. Ja, er wusste, genau. Er hat schon am Ende doch selber überlegt, was genau abläuft, ey, Scheißdreck. Das heißt, er war ein erwarteter, unerwarteter Nachschuss. Richtig. Ja. Für ihn, ja. Wurde übrigens, also dieses Urteil wurde Jahre später dann als rechtswidrig eingestuft. Ja, das ist ja nicht so gelaufen. Kann man jetzt, ja. Und Werner ist vom Himmel runtergeflogen und hat wieder gelebt.
Ja, also, das bedeutet, es gab zwei Punkte, jeweils für Teams Peter, Sepp und Brammen Christian, aber ihr bekommt selbstverständlich auch Punkte. Komm schon jetzt. Und so viele im Chat wussten das. Aha, alle, oder? Stopp. Alle. Stopp. Ja. Immer die 63. Wow, und die anderen kriegen noch zwei Punkte on top. Das ist nur wegen den Trollen, weil jeder kennt ja Werner. Man sieht richtig an der Spiegelung, dass auf jeden Fall nicht mein Chat sein kann. Okay. Ein Spaß, mein Chat ist auch super schlau. Was hat Jay dazu nochmal gesagt? Jay sagte dazu, ich gebe einen Fick auf Follower. Ja, sehr schön. Jay auch hier dabei. Also, sehr gut. Alle drei Fragen bisher richtig beantwortet. Wir kommen zur Fragenrunde Nummer 4. Und die erste Frage in dieser Fragenrunde bekommen wieder Peter und Sepp gestellt. Ihr seid bereit? Yes. Sehr gut. Eure Frage lautet, was existiert tatsächlich in Circleville, einer Stadt mit etwa 14.000 Einwohnern im US-amerikanischen Bundesstaat Ohio? A. Ein Nachbau des Schloss Neuschwanstein in Originalgröße. B. Ein Friedhof, der nach Hitler benannt ist. C. Ein originales Space Shuttle der NASA auf einem Parkplatz. Oder doch D. Eine McDonald's-Filiale, in der man auch Produkte von Burger King bestellen kann. 10 Sekunden Zeit für die anderen beiden Teams und für den Chat. Ab jetzt. Keine Reaktion in den Gesichtern der Mitspielerinnen und Mitspieler. Würde keinem was geben. Pokerface. Also Peter, wir sind wieder in Amerika, Sebastian. Ja, ich kann mir alles vorstellen. Sind heute die Amerikaner. Verstehe. Ich kann mir alles vorstellen, außer D. Ich kann mir alles vorstellen, außer D. B. Wirklich nicht. B kannst du dir nicht vorstellen. Nee. Doch. Als ob die da von Hitler einen Friedhof haben. Nicht von Hitler, ein Friedhof. Ja, der Hitler. Adolf Hitler heißt. Als ob. Könnte ich mir eher vorstellen, als dass du bei Mc's einen Burger King. Ja, da bin ich ganz bei dir. Da bin ich ganz bei dir, Peter. Aber das ist auch auf America. Einer Wahrscheinlichkeitsskala von unwahrscheinlich bis unwahrscheinlich unwahrscheinlich. Ja, okay, das ist tatsächlich das zweitunwahrscheinlichste. Da stimme ich dir zu. Also irgendwer wird doch in der Nachkriegszeit oder weiß nicht. Das glaube ich nicht. Weißt du zufällig, wo die NASA stationiert ist? Ja, in Florida. Aber wo Circleville ist, musst du mir jetzt sagen. In Ohio. Ah ja. Danke, Peter. So, Peter, wo ist denn jetzt Ohio? Wie viele Einwohner gibt's denn da? Okay. Und Peter ist 300 IQ. Wir ergänzen uns wie Ying und Yang. Also ich weiß, in dem Museum in Los Angeles steht ein originales Space Shuttle. Okay. Das hat voll die krasse Route hinter sich und das war extrem teuer, weil die alles abbauen und aufbauen mussten an Ampeln und allem Möglichen, um das da hinzubekommen. War mega teuer. Okay. Da könnte ich mir eher vorstellen. Die haben einfach aus Pappe Schloss Neuschwanstein nachgebaut, so Filmset-mäßig und cool. Das halte ich auch für möglich, aber in Originalgröße wieder nicht. Aber das ist doch alles Pappe. Das muss ja nicht Original-Bausubstanz sein, sondern kann halt alles aus Karton sein. Weißt du, die haben auch. Scheiße. Die haben doch auch hier die Charlie und die Schokoladenfabrik hat hier Mr. Beast einfach mal in einer Woche hochgeprügelt. Guck mal, pass auf. A und C wären ja quasi Tourismus-Sachen. Ja. Wobei, ich glaube, das Space Shuttle, das ist eher so ein, ich habe viel Geld, bin privat da und wohne da und kauf mir einfach eins. Oh, ich weiß nicht, ob du einfach originale Space Shuttles kaufen kannst. Aber ja, da wohnt der Chef von der NASA. Von mir aus ist das so. Ja. Aber dann würde ich trotzdem A ausschließen, weil du das, wenn du sowas machst, machst du das in Las Vegas und nicht in Circleville. Vielleicht ist in Ohio der Background mehr so wie in Bayern. Ich glaube nicht, dass das ein Filmset für einen Film sein soll. Weil man in einem Schloss Neuschwanstein durfte die nicht filmen. Ja, aber dann machst du Sets und nicht einen kompletten Nachbau. Meiner Meinung nach.
Stimmt schon. Ihr habt noch euren Telefonjoker, ne? Also ja, ich weiß aber nicht, wen ich anrufen soll. Ah, nee, bei so einem Quatsch. Also ich bin da eher, also A halte ich für unrealistischer als C. Weil ein Filmset ist da meiner Meinung nach nicht mit ein drin. Weil das wäre dann kein Nachbau in Originalgröße. Hier, ja. Welcher von den Space Invaders wohnt denn hier erster Mann auf dem Mond und so? Oder dritter Mann auf dem Mond? Vielleicht haben die einfach ihr Space Shuttle mit nach Hause bekommen. Ah. Die Space Invaders. Ja, das kann doch sein. Das wäre doch smart. Weißt du, zu Ehren von King Julian. Ja, ich bin eh für C. Ja, wir nehmen C. Okay. Okay, dann logge ich C für euch ein, ein originales Space Shuttle der NASA auf einem Parkplatz. Ja, da waren wir jetzt einmal überall, mehr oder weniger, bei euren Antwortmöglichkeiten, aber ihr habt euch ja entschieden. So, ich fand Peters Begründung zu D übrigens sehr gut. Also, das ist wirklich eine der Sachen, da kann die Hölle zufrieren, das wird nicht passieren. Ja. Die anderen beiden Teams, die trauen euch das zu, dass ihr das wisst. Kommt schon. Und falls ihr es tatsächlich tut, dann kriegen sie 2 Punkte dafür. Die richtige Antwort. In Circleville in Ohio, da gibt es einen Friedhof, der nach Hitler benannt ist. Tatsächlich. Und zwar die Hitler-Ludwig Cemetery. Oder Ludwig. Cemetery, so wahrscheinlich. Heißt, ist gar nicht nach Adolf Hitler benannt, du Penner. Einer der Gründerväter der Stadt hieß George W. Hitler. Okay, das ist... Ja. Wow. Aber ist richtig. 1845 ist er Hitler benannt, das ist richtig. Ja, und es gibt kein... Also man weiß nicht, ob der mit Hitler verwandt war. Es ist zumindest nichts darüber bekannt. Und es gibt da auch Straßen, die heißen Hitler Number One Road. Bist du Hitler ein Number Two Road? Das war Hitler gemeint ist. Boah. Ja, okay. Das steht da ja nicht. Hätten wir drüber nachdenken müssen, dass das da steht extra, wenn da schon nicht Adolf Hitler steht, hätten wir drauf kommen müssen, dass es vielleicht auch noch einen anderen gibt. Ja, das ist auch nicht schwierig formuliert, das ist absolut alles fein formuliert. Sie ist nach Hitler benannt, nur eben nicht nach Adolf Hitler. Wow. Ja, das heißt keine Punkte für die anderen beiden Teams, weil ihr habt es ja nicht gewusst und es gibt auch für euch keine Punkte, aber wäre noch interessant zu wissen, wie viel es denn gegeben hätte. Das bitte, Peter. Hättet ihr diese Frage beantworten können? Und das schauen wir uns jetzt mal an. 16%. Wussten das. 5 Punkte. Das wäre juicy gewesen. Ja. 58% haben sich genauso wie ihr auch für C entschieden. Und die anderen beiden, A und D, ja, ungefähr alles gleiche auf. Also, ja, C hier eindeutig favorisiert. Ja, das ist frech formuliert, aber ja, ist okay. Man muss das immer hier halt aufpassen. Ja, ja, ist richtig. Hätten wir drauf aufpassen müssen. Ja. Debate, verdammt. Meinst du, die vierte Runde ist die Debate-Runde, Bram? Naja. Freunde, lass einfach B nehmen. Also, das war eure vierte Frage. Die habt ihr jetzt nicht gewusst. Alle anderen drei davor schon. Ja, an den Punkten hat sich nichts verändert. Ihr beide, also Peter, Sepp, Nova, Reese jeweils 14 Punkte. Bram und Christian führen mit 17 Punkten. Und ihr bekommt jetzt auch eure vierte Frage. Und die lautet... Wir anrufen. Ja, gucken wir mal. Eure Frage lautet folgendermaßen. Durch den McCullough-Effekt könnten A, Grafikdesigner innerhalb von 15 Minuten ihren Job verlieren, oder B, Astronauten auch ohne Sauerstoff auf fremden Planeten überleben, C, Prominente in einigen Ländern zu langen Haftstrafen verurteilt werden, oder doch D, alle Dieselautos auch mit Kaffee als Kraftstoff fahren. 10 Sekunden Zeit für den Chat und für die anderen beiden Teams ab jetzt. Ja, Alter. Da, eure Zeit läuft. Ich finde das sehr schade, dass das so komplett im Konjunktiv ist. Könnten. Also, ja, ging das? Also, geht das eigentlich gar nicht? Oder, also... Ja. Wenn das... Ja, die Frage ist, was ist der Effekt? Ja, gut, das weiß natürlich keiner. Hat Andi ja drauf gesetzt. Aber, Andi, es ist B. Hätte ich jetzt gesagt. Ich das wüsste. Soll ich direkt einloggen? Nein. Dann warte nochmal ganz kurz.
Also, gehen wir mal ganz kurz durch. Grafikdesigner, wann würden die ihren Job verlieren? Wenn eine AI das machen könnte, zum Beispiel. Mhm. Wenn kein Mensch auf diesem Planeten mehr empfänglich wäre für... Weil alle blind wären. Ist der McCollin-Effekt, dass alle ihr Augenlicht verlieren? Das fände ich ganz schön makaber. Ja, gut, okay. Der McCollin-Effekt. Könnte der sein, Astronauten auch ohne Sauerstoff auf fremden Planeten überleben? Könnte es sein, fremden Sauerstoff? Auch ohne Sauerstoff auf fremden Planeten überleben. Das heißt, die fliegen irgendwo hin. Aber die Planeten sind doch alle unterschiedlich. Also auch von der Atmosphäre und so. Das heißt, ohne Sauerstoff kann ein Mensch... Also die Frage finde ich... Also B finde ich ja wieder frech, weil ohne Sauerstoff kann ein Mensch nicht überleben. Und warum hat man... Also ja gut, warum habe ich davon nichts gehört, weil ich ein Idiot bin, aber... also warum ist das dann so konjunktiv? Also B würde ich ausschließen irgendwie. Ja, ich irgendwie gerade auch. Außerdem, McCollin-Effekt sagt in der Chemie, dass irgendwie Sauerstoff anders aufgenommen werden kann. Okay. Prominente in einigen Ländern zu langen Haftstrafen verurteilt werden. Ja, Moment, aber selbst wenn du Sauerstoff anders aufnehmen kannst, überlebst du ja trotzdem wegen dem Sauerstoff. Das ist richtig. Ja, also B ist für mich raus. Prominente in einigen Ländern zu langen Haftstrafen verurteilt werden. Ist das so ein Effekt, so hier Harvey, Visa-Dings killed himself? Epstein. Epstein, genau. Oh. Den nicht falsch. Und die kommen dann leider doch alle raus? Keine Ahnung. Vielleicht, ja. Und da ist dann so, hey, der war immer Party machen mit dem und... Aber ich weiß nicht, ob... Boah. So eine Frage an die echt zu kleinen Kindern... Ja, und die... Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Autos auch mit Kaffee als Kraftstoff fahren. Anni, hast du wieder Werner geguckt? Ich bin dafür, dass wir jemanden anrufen. Ja, wen denn? Das ist die Frage. Also Andi, wir rufen jemanden an. Ja. Okay. Du nur noch nicht, ich könnte meinen Papa auch gerne anrufen, ich würde euch die Nummer weitermelden. Ist ein Universal-Joker heute. Der heißt Kollo. Ist ja egal, Kollo Kalif. Ja. Guck mal auch ganz kurz. Ich guck nur mal in die wie heißt das hier? Kontakte heißt das. Ja, ich auch. Wer könnte das wissen? Vielleicht hast du ja McCollo bei dir. Julia, genau, Julia McCollo habe ich in meiner Freundesliste. Ja, das wäre ja geil. Okay, kennen wir jemanden, der Grafikdesigner Chemiker ist? Also ich kenne halt jemanden, der Grafikdesigner ist, aber. Ich wüsste überhaupt, also... Damit können wir zumindest einen ausschließen. Wenn der Grafikdesigner den McCollin-Effekt nicht kennt, dann wissen wir schon mal hundertprozentig, dass das nicht ist. Also ein Freund von mir macht halt Grafikdesign für viele Firmen. Ja, dann... Dann... Von mir aus? Okay. Okay, das heißt, Christian ruft jetzt an. Bastian. Oh, der! Jo! Jetzt bin ich gespannt. Zeit ist natürlich wie immer gestoppt. Oh, hi! Hör mal, ich bin gerade live in der Quizshow. Und ich bräuchte dich mal als Telefonjoker. Und zwar vielleicht aus dem Bereich Grafikdesign. Mach dich mal laut, ja? Okay, pass auf. Also, wir haben die Frage, durch den McCollo-Effekt könnten Grafikdesigner innerhalb von 15 Minuten ihren Job verlieren, Astronauten ohne Sauerstoff überleben, Prominente in einigen Ländern zu langen Haftstrafen verurteilt werden oder D, alle Dieselautos mit Kaffee als Kraftstoff fahren. Wir wollten jetzt Grafikdesigner ausschließen schon mal, sei denn du weißt, was der McCollo-Effekt ist. Dann nehmen wir das. Boah, ich habe das schon mal gehört, aber ich weiß nicht, ob ich das im Zusammenhang mit Haftdesign gehört habe tatsächlich. Wie wird denn das geschrieben, McCollo? C-O-L-L-O-U-G-H. Also so wie, du kannst auch Kalif sagen oder so. Okay. Mac ist vielleicht noch wichtig. Überlegen. Habe ich irgendwie ein
Habe ich ein Zeitproblem? Nee, aber die Frage ist so ein bisschen, welcher Effekt könnte dich in 15 Minuten arbeitslos machen? Würde dir da was einfallen? Sag doch mal die Antwortenmöglichkeiten. Ja. Also, die Möglichkeiten sind, Grafiker könnten durch den McCullough-Effekt innerhalb von 15 Minuten ihren Job verlieren. Astronauten auch ohne Sauerstoff auf fremden Planeten überleben. C. Prominente in einigen Ländern zu langen Haftstrafen verurteilt werden. Oder D. Alle Dieselautos auch mit Kaffee als Kraftstoff fahren. Okay, also, boah, das ist schwierig. Also, Effekt hört sich, wenn ich jetzt an Grafikdesign denke, Effekt hört sich nach einer optischen Täuschung im Zweifel an. Deswegen, das ist sowas wie zum Beispiel Doppler-Effekt oder so, weißt du? Also, so, das hört sich für mich so an. Doppler-Effekt ist ja zwar nichts Grafisches, aber man kann es grafisch darstellen. Und vielleicht ist das sowas Ähnliches, irgendwelche Linien, die zusammenhören. Also, ich weiß halt nur nicht, was das mit dem Grafikdesigner, ob man dadurch seinen Job verliert. Ja, wir hatten überlegt, ob das sowas wie eine AI ist oder so, aber du hast halt im Grafikdesign-Bereich noch nie gehört, oder? Also, ich kann nicht sagen, dass ich es noch nie gehört habe. Ich kann nur sagen, dass es eventuell irgendwas. Ich würde mir sagen, es ist irgendwas Psychologisches eventuell. Es hört sich an. Ja, psychologisch habt ihr aber nicht irgendwie die Richtung, oder? Nee. Boah, da würde ich im Zweifel. Weiß ich nicht. Würde ich wahrscheinlich sagen, das mit dem Grafikdesign. Aber ehrlich gesagt. Okay. Habe ich es halt noch nie gehört, ehrlich gesagt. Okay, wild, dann. Okay. Okay. Ja, gut. Also, gut, also wir haben halt, wie gesagt, den Sauerstoff auf Planeten haben wir ausgeschlossen und wir wollten jetzt mal gucken, ob wir Grafikdesigner ausschließen können, aber das können wir dann nicht. Das ist ja in Ordnung. Also, im Zweifel würde ich das nehmen, weil es hat halt, also Effekt ist immer sowas, was halt optisch ist, ne? So. Deswegen würde ich im Zweifel nehmen, weil es das einzige ist, was mit Optik zu tun hat, finde ich. Okay. Und Effekt hört sich nach Optik an. Ja. Na gut. Mach mal Bescheid, was es war. Bitte. Ich schreib dir gleich, was es war. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. So, eure Zeit läuft wieder. Das ist der Premium. Jetzt können wir nicht mal Grafikdesigner ausschließen. Hat nicht also, so viel geholfen, ne? Das mit dem Effekt fand ich ganz cool. Also was ich cool fand, ist, das mit dem Doppler-Effekt fand ich lustig, als er gesagt hat, dass man dann aufmalen kann, weil da gibt es ja sogar Verkleidungen für, den kannst du als Klamotte tragen. Ja, ja. Aber ist der Doppler-Effekt nicht gleichzeitig ein Phänomen im Sound? So dieses ja, das sagt er ja, den kannst du ja nur darstellen. Ja, den kannst du ja also, grafisch darstellen. Also könnte ich den McCullen-Effekt grafisch darstellen? Okay, wenn ich den grafisch darstelle, warum sollte der dann seinen Job verlieren? Ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Also ich könnte mir immer noch denken, dass McCullough irgend so ein Typ war, der ausgepackt hat oder wodurch irgendwas. Also McCullough war ein Typ und der hat irgendeinen Scheiß angestellt und dadurch ist rausgekommen, dass andere Leute auch noch mit in den Knast mussten. Und deswegen C. Okay, krass. Ich war bei McCullough, das ist für mich so ganz klar, der ist so. Ja, McCullough, aber der labert nicht einfach nur so, weißt du, so wenn er so ein Beweistut wäre, so wie sollten Prominente in einigen Ländern zur Haftstrafe verurteilt werden, wenn es einen Effekt geben würde, wenn so ein Dude was weiß, warum sagt er das denn dann nicht? Nee, nicht, dass er das weiß, sondern dass das nach dem benannt ist. Also den gibt's gar, der ist aktuell da gar nicht drin involviert, sondern das ist schon mal so passiert und deswegen wurde so der Effekt, weißt du, wie so der Domino-Effekt. Ja. Also, die Zeit läuft ab. Alter, ich würde eine Münze, ich habe gar keine Ahnung. Ich finde alles scheiße. Ich finde nur B. Ja. B würde ich ausschließen. Ja, B will ich auch. Ja, B und das. Dieselautos ja. Mit Kaffee? Ich brauche jetzt eine Antwort. Da haben wir noch gar nicht so. Na, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, wir haben noch 5 Sekunden oder so. Ja, scheiße. Okay, dann A oder C ganz schnell ausgeschlossen. Ja. Dann lass A nehmen, weil Basti die ganze Zeit gesagt hat, dass es A nehmen. A im Zweifel hat er einmal gesagt. Ja? Okay, komm, bei dem AM2 draufgeschickt. Ich hab keine Ahnung. Okay. Oh, das war aber eine schwere Geburt, ey. Danke, Basti. Also, ihr nehmt den Grafikdesigner, der innerhalb von 15 Minuten seinen Job verlieren könnte. Die anderen beiden Teams, die vertrauen euch da, dass ihr das wisst. Jetzt bin ich aber mal echt gespannt, ey. Das war mega schwer. Keine Ahnung, das macht auch keinen Sinn jetzt gerade, wenn ich da nochmal drüber nachdenke. Ich brauch noch mehr auch eher C genommen, aber das ist beides irgendwie. C finde ich halt so doof. Also kann natürlich aus, aber da kann ich mir gar nicht erklären, wie das funktionieren sollte. Also, die richtige Antwort. Wir haben über D nicht gesprochen.
Könnt euch bei Basti bedanken. Es ist tatsächlich A. Nice. Oh, richtig. Let's go. Okay, wie? Das wird richtig. Das werde ich euch jetzt erklären. Erstmal 2 Punkte für Peter, Sepp und Nova Reese, dabei beide bei 16. 1 Punkt hinter Bram und Christian. Ja, die kriegen jetzt richtig Punkte. Die Erklärung ist folgendermaßen. Das ist eine tatsächlich optische Täuschung, sozusagen, die aber nicht auf der Retina passiert, sondern tatsächlich im Gehirn. Ich werde euch das gleich auch zeigen, aber auf eure eigene Verantwortung, auch auf den Chat bezogen. Denn wieso? Das sind Bilder, die guckt man an, das sind Linien, schwarze Linien mit Farben dahinter, grün und rot. Und wenn man da drauf guckt und dann auf ein ähnliches optisches Gebilde, zum Beispiel ja, ein Geländer guckt, wo auch so Linien sind, dann sieht man das in Falschfarben. Das heißt, die Farben sind falsch. Und das geht relativ schnell. Also man muss gar nicht so lange da drauf gucken, dass das so ist. Und das hält teilweise sehr lange an. Bis zu 3 Monate sieht man dann Farben einfach invertiert. Lol. Ja. Also ich kann euch das mal zeigen. Deswegen, also falls ihr das jetzt nicht sehen wollt, dann macht einfach kurz die Augen zu. Ich sag euch das. Aber das Ganze sieht so aus. Das sind die Induktionsbilder sozusagen, die das hervorrufen und dadurch. Okay, ja, also wir schauen uns mal wirklich schon, wie der Kopf anfängt zu werkeln. Ja, scheiße, komm, bitte. 36% unserer Leute im Chat wussten das. Geil. 4 Punkte ist das für euch, Bram und Christian, damit mit 21 Punkten in Führung aktuell. Danke, Basti. 5 Punkte vor den anderen. Ja, schön. Also, ne, da muss man ein bisschen aufpassen, deswegen habe ich es auch schnell wieder weg. Krass, dass das verteilt ist. Ja, du merkst sofort, finde ich, wie im Kopf dein Gehirn sagt, das stimmt was nicht. Ja. Ja, der Chat sieht jetzt alle Farben falsch. Ich höre die Farben jetzt schon. Okay. Also, sehr schön. 21 Punkte, Bram und Christian in Führung. Das war eure 4. Frage. Aber wir haben ja noch die 4. Frage für Nova und Reese. Und die kommt für euch jetzt, damit das Ganze auch vergleichbar wird. Bisher wusstet ihr alles. Mal gespannt, ob ihr die auch wisst. Die Frage lautet, Schuhgrößen in den USA basieren auf Chat sieht alles falsch jetzt. Schuhgrößen in den USA basieren auch heute noch auf A, einem im 19. Jahrhundert festgelegten Holzstab. Oder B, dem Durchmesser des Flügels einer Libelle. Oder C, dem durchschnittlichen Augenabstand eines Menschen. Oder basieren Schuhgrößen in den USA doch auf D, der Länge 3 einzelner Gerstenkörner. A. 10 Sekunden für die anderen beiden und den Chat. Weißt du, A? Ich bin mit so 89% sicher. Okay. Nehmen wir, Peter. Okay, das war jetzt aber. War das der Bait des Todes, oder? Tja, Einfluss nehmen auf den Chat und auf euch. Aber jetzt könnt ihr auch laut diskutieren. Weißt du, also war das gerade ein Bait, oder glaubst du wirklich A? Das war voll smart. Wenn das jetzt B war, hat der ganze Chat A geschrieben und du hast die ultimative Punktzahl bekommen. Aber wenn es doch A war, dann ist schlecht. Wenn A war, dann war schlecht, weil dann hast du jetzt nur einen Punkt. Nova, sag mir so. Also ich glaube nicht, dass das Chat mir glaubt, oder? Wir gleich sehen. Also hoffe ich für euch. Ich ja, weiß es nicht, also wenn du safe bist für A, irgendwas bei Libelle hat bei mir geklingelt. Es gab irgendeinen Funfact mit Libellen, aber vielleicht war es nicht der, das weiß ich nicht, ob es der Schuhgrößen-Funfact war. Dass es so 19 Libellenflügel sind oder so. Nova? Ja, also, are you there? I know. Also ich bin halt sehr blond. So. Ist es halt A? Ja, ist ja nicht schlimm. Wir nehmen dann einfach A, wenn du es halt weißt. Also ich bin mir zu 89% sicher, dass es A ist. Es wird immer mehr, ja, das ist so 89. So, ja, lock ein, let's go. Aber lass mal ganz kurz reden, also weil... Ja. So. Ich bin mir 99% sicher, aber lass doch mal kurz reden. Du, wir haben ja mal Zeit. Ne? Libelle ergibt in meinen Augen gar keinen Sinn. Durchschnittlichen Augenabstand eines Menschen, die Länge 3 einzelner Gerstenkörner. Nein. Also nichts davon ist ja einheitlich. Also gut, ich meine, durchschnittlicher Augenabstand, aber weiß ich nicht, also das konntest du früher vielleicht auch nicht so genau messen. Libelle, I don't know, da habe ich halt irgendwie einen Funfact mal gehört auf TikTok oder so. Aber vielleicht war es nicht der. Gerstenkörner sind vielleicht auch unterschiedlich groß und genormter Holzstab
würde halt am meisten Sinn machen. Klingt aber, also wenn du dir sehr sicher bist, dann nehmen wir es, aber es ist schon fast zu einfach, oder? Also ich meine, obvious ist es unten genommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das actually D ist, weil es halt so fucking weird ist. So, keine Ahnung. Weil heutzutage ist es ja egal. Die haben das dann halt mal irgendwann converted in, dass sie gesagt haben, okay, zum Beispiel, es waren immer Gerstenkörner, ab jetzt arbeiten wir halt mit so und so viel Inch. Also ja. Es wäre jetzt kein Problem, wenn das heutige System von mir aus auf Gerstenkörnern basiert, weil man hat es ja heutzutage umgerechnet in normale Maßeinheiten, oder was die Amerikaner denken, was normale Maßeinheiten sein sollten. Deswegen ist ja, ne, also die kann halt alles sein. Außer der Augenabstand, glaube ich. Wie lang ist ein Gerstenkorn? So? So ein Zentimeter? So. Ist doch eine voll normale Größe. Also sind praktisch drei einzelne, also wenn das jetzt drei einzelne Gerstenkörner sind und das halt praktisch dann, ist es ja immer dieses 1, 2, zum Beispiel Schuhgröße 9 ist glaube ich 42 oder sowas. Ey, die haben so 9 aber, und 11 und sowas, ne? Genau, das heißt 9 mal Libellenflügel, 9 mal 3 Gerstenkörner. Und die haben auch so 9,5 und sowas. Das ist dann ein halber Libellen-Dings. Ja, stimmt, die haben mit halb, ja. Aber wenn sie so einen Stock genommen haben damals, dann wird es doch. Warum haben sie dann nicht einfach direkt gesagt, wir machen richtige Größen? Warum dieses halb? Weil sie wussten ja damals, was wie groß Füße sind. Dann hätten sie doch einfach direkt eine gute Maßeinheit nehmen können, die keine halb braucht. Hätten dann so einen Fuß nehmen können von irgendeinem so Ami, so einem Durchschnitts-Ami. Ja. Und das Ding ist, guck mal, ich glaube, du kannst ja auch so, ich glaube, es gibt auch Schuhgrößen in Amerika, die so 1,3 oder, vielleicht sind es wirklich die Gerstenkörner. Aber du warst dir doch gerade sehr sicher für A. Aber ich glaube, es ist zu obvious. Aber weißt du was davon oder einfach nur so vom Gefühl? Ey, vom Gefühl und ich, das Ding, bei mir vermischen sich manchmal Informationen miteinander. So, keine Ahnung. Wollen wir mit D gehen? Weiß nicht. Ich würde, glaube ich, deinen ersten Instinkt trusten. Ja, aber selbst wenn es A ist, dann kriegen wir eh so wenige Punkte. Checkst du? Ja. Weil irgendwie das mit dem festgelegten Holzstab und so. Warum sollten sie auch. Es geht ja auch um speziell Schuhgrößen und nicht um allgemeine Maßeinheit, sondern es geht nur um Schuhgrößen. Checkst du, was ich damit meine? So? Ja, auf diesem Stab haben die von mir aus gesagt, das ist jetzt 3, das ist jetzt 9, das ist jetzt 9,5. Nee. Achtet auf die Zeit. Ja. Boah. Wollen wir doch A nehmen? Ich meine, ey, du bist Team-Captain. Du hast den letzten Call. Ich kann's nicht sagen. Flippen Coin. Ich brauche jetzt eine Antwort. Ja, dann A. Okay, dann logge ich A für euch ein. Bin sehr gespannt. Ey, wenn's jetzt die verfickte Libelle war, dann raste ich aus. Ja, oder die verfickten Gerstenkörner, dann will ich Arme in der Keukoppen. Also ihr sagt, auf dem Holzstab basieren die Schuhgrößen. Das ist halt das, was ich schon mal irgendwo gehört habe, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es auf Schuhgrößen jetzt anderes ist. Wir erinnern uns nochmal an die Aussage, während die Zeit noch lief, die Nova getätigt hat, dass sie das zu was? 87% weiß. 99. Oder 99. Deswegen so entsprechend dumm. Haben natürlich die anderen beiden gesagt, dass das dumm, wissen die. Ich bin hohl, es tut mir leid. Es ist easy, ja. Ist es aber auch richtig? Das ist die Frage. Das wäre lustig, wenn nicht jetzt. Das bringt das ja alle. Das wäre echt witzig. Schuhgrößen in den USA basieren auch heute noch auf der Länge drei einzelner Gerstenkörner. Oh Mann, ich war da! Ey, stell dir mal vor, was das für ein Dribbel gewesen wäre, hätte ich jetzt doch D gesagt am Ende. Leute, das wäre so insane geworden. Ja, oh Mann, also ich tatsächlich. Ich hätte doch mit D gehen A geklickt. Sollen. Oh ja, nein! Ja. Ihr wart zwischenzeitlich mal ganz gut, aber dann am Ende doch nochmal. Ich hätte doch mehr trusten sollen, ich hätte doch mehr auf D gehen sollen. Fuck. Und zwar, zur Erklärung nochmal kurz, das Ganze heißt Barleykorn. Und es ist tatsächlich so, dass ein Gerstenkorn eigentlich für ein Naturprodukt relativ gleich groß ist. Also eine relativ geringe Streuung. Man heißt dann relativ in der... Macht ja auch mit ein Drittel und so Ultrasinn. Aber ich war doch schon auf der richtigen Fährte. Oh, fuck, das, Alter. Das ist im Deutschen auch so, also das ist ja in dem metrischen System auch so. Ein Zentimeter, der ist mal größer, kleiner. Deswegen Inches, ne, oder Zoll basieren eben auf Gerstenkörnern. Toll. Das ist...
Die ganze Ach, bei denen heute. Alles wirklich so ein komisches Land. Ja, ja, das heißt deine, das heißt deine leid, A-Antwort, sorry, die du geschrieben hast. Ey, war leg so den mein Holzstab, aka den Zollstock fest, auf dem es logischerweise nicht passieren kann. Je nach, ja, wie auch immer, ach, du das jetzt interpretieren möchtest. Ich muss mal einen Chat aufmachen hier, was jetzt. Aber die ja, ich will gar nicht reinschauen bei mir. Also so funktioniert das dann. Also ich habe jetzt irgendwie 10,5 Gerstenkörner als Schuhgröße. Ja. Mal 3. Mal 3, ja. Sozusagen, genau. 3 Barleykorn sind 1 Inch. Boah, oh Mann, das wäre so ein geiler Move gewesen. Ich hätte alle gebaitet auf die A und dann nicht gegen. Oh Mann. Jetzt ist natürlich die Frage, also ihr kriegt ja eh keine Punkte, aber ja, es ist natürlich noch interessant zu wissen, ob denn der Chat mit dir mitgegangen ist und dann alle A gesagt haben. Habe ich gerne Influence? Das werden wir jetzt gleich sehen. Hättet ihr das richtig beantwortet, wie viele Punkte hätte es denn dann gegeben? Wie viele der unserer Zuschauer und Zuschauer sagen D gewesen? D sagen. Oh mein Gott. Das wär's. 78%. Ich hab jetzt deswegen gewonnen, Reese. Oh, mein Gott. Oh Mann, das nervt mich so sehr. Ich hätte euch. Das war der ultimative Play, so im Gefühl, dass es und doch D ist. Weißt du, ich hatte, weißt du, bis zum Ende. Ich hatte doch immer das Gefühl, dass es D ist. Digga, ich habe auch überlegt, aber ich dachte auch, Digga, ist auch zu obvious, dass jetzt irgendwelche Körner es sind. Aber die Amis, man darf den Ami-Bonus nicht vergessen, dass die halt auch dumm sind. Der Ami-Bonus. Och, Mann, ey. Mann. Ja, gut, egal. Wir können noch holen. Nächste Runde. Ja. Das war eure erste Frage, die ihr nicht gewusst habt. Och, Mann. Keine Punkte für niemanden hier. Das wäre so saftig gewesen, 5 Punkte. Aber gute Taktik, also grundsätzlich wäre das so gute Taktik gewesen, wenn ihr dann auch tatsächlich das Richtige genommen hättet. Naja. Trippelbluff. Wir kommen zur letzten Runde, die 5. Frage für die Teams. Und wir beginnen natürlich wie immer mit Peter und Sepp. Und eure Frage. Die Antwort weiß ich. Leute, das weiß ich, Netflix-Doku gesehen. TikTok. Eure Frage lautet: Wieso wurde Zar Peter dem Großen in Brüssel ein Denkmal errichtet? A. Er stolperte dort und brach sich einen Arm. Oder B. Da er dort zum ersten Mal Geschlechtsverkehr hatte. C. Weil er dort in einen Brunnen kotzte. Oder D. Da er alle Brüsseler Bewohner heftig beleidigte. 10 Sekunden für die anderen beiden Teams und für den Chat. Ab jetzt. Peter, weißt du? Ich bin mich so entspannt da hinten. Peter ist ja easy. Okay. Das sind ja und alles absolute Bullshit-Antworten. Aber Peter, komm mal. Also, wir wissen das doch. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der stets in Brüssel aktiv ist. Oh, das stimmt. Der kennt sich ja wohl auch mit einem Zar vielleicht aus. Du hast absolut recht. Und mit einem Denkmal in Brüssel. Wir haben noch einen Telefonjoker, den wir jetzt hier bei unserer letzten Frage aktivieren, um unseren super Abgeordneten in Brüssel live zu schalten. Und wenn der das nicht weiß, dann läuft der halt dahin. Ich weiß nicht, ob er gerade da ist, aber ja, das gute mir Idee. Egal. Also ich habe die Zeit mal angehalten. Ja, muss das doch wohl wissen. Und ruft Timo Wölken an. Weiß ja gar nicht, vielleicht ruft doch jemand anders an. Doch, wir rufen Timo Wölken. Ich weiß nicht, welche Politiker und Politikerinnen Peter mittlerweile alle kennt. Aber von mehreren Parteien. Die gehen immer abends laufen und heißen Lali Lule Low oder The Patriots. Kannst du ja auch suchen. Komm, Timo, geh ran. Oh, bitte, Timo, kannst du uns ja keine Hochzeit auf Sylt, wer weiß. Ja. Wir haben Telefon. 20 Jahre. Das ist genau die Zeit, wo er noch wach ist. Timo ist Europaabgeordneter der SPD in Brüssel, deswegen ist er da. Der war mein Trauzeuge und er geht nicht ran. Ja, hast du nicht eine Notfallnummer für sowas? Das ist ja beschissen gerade. Das rote Telefon. Ruf ihn auf WhatsApp an. Nein, also wenn ihr jetzt nach der Frage zurückrufen, sagt sicher, wusste ich das. Da laufe ich jeden Tag dran vorbei an dem Ding. Also ich gebe euch noch, ihr dürft gerne noch jemanden anrufen. Ich probier's nochmal. Oder so. Hast du WhatsApp zweimal, da heißt er, geht voll die Panik, wenn er auf das Telefon guckt, ist, was da passiert. Komm schon, Timo. Peter, wenn der uns jetzt hängen lässt, ne? Komm schon, you can do it. Ich höre Tuten. Ja, Tuten ist schon mal nicht gut. Wenn wir eine andere, also Sepp überlegt schon mal, wen wir noch anrufen können. Ist denn noch Europaabgeordneter? Also, nein, geht immer Mailbox. Also ihr dürft noch eine Person anrufen. Ja, das ist doch jetzt beschissen. Ansonsten verfällt der Joker. Das wäre jetzt die Chance gewesen.
Ruf doch Lars Klingbeil an. Ja, aber woher soll der das wissen? Jo, keine Ahnung. Wusstet ihr eigentlich, dass über Zahnpeter den Großen eine ganze Serie bei Amazon gibt? Auf TikTok, ja. Der heißt The Great. Das ist ziemlich nice, da kam gerade Staffel 2 von raus. Warum gibt es keine Serie über The Rock? Also Peter, sonst, also, hast du noch? Ich weiß nicht wen. Ich war mit meinen Eltern mal in Brüssel, da war ich irgendwie 10 oder so. Mein Papa, der war ein paar Mal in Brüssel. Ja, okay. Aber, häufiger als ich dann wahrscheinlich. Aber das ist jetzt irgendwie nicht, dass der das so 100% wissen kann. Und ich weiß auch nicht, ob ich den jetzt erreiche. Aber I can try. Ja, try mal. Okay. Ich hab eh schon so eine Tendenz, so allgemein, weil ich alle Antworten scheiße finde. Okay. Ich try mal Papa anzurufen. Also ich kann nur The Great kann ich empfehlen. Super Serie. Hast du irgendwie Aktien in Amazon? Nee, überhaupt nicht. Auch wenn die auch woanders laufen würde. Das ist eine super Serie über. Warum hast du eigentlich gerade das Handy bei dir liegen? Ja. Ach, schade. Oh. Ja. Lass mich mal nicht die Mobilbox sprechen. Also, wenn selbst Vater auch nicht dran geht, dann lasse ich die Zeit weiterlaufen und euer Telefonjoker verfällt damit. Ja, okay. I try WhatsApp. Da kann oder? Niemand wissen. Oh! Hallo, Papa! Hallo, Kleiner! Ja, wir sind gerade hier live! Kleiner! Ich brauch dich für eine Quizshow. Dann schieß los, was brauchst du? Also, wir waren ja schon mal in Brüssel. Oh Gott. Rückkopplung, warte mal. Also, verstehst du mich? Du mich. Es geht um eine Quizfrage, Papa. Okay. Wieso wurde Zar Peter dem Großen in Brüssel ein Denkmal errichtet? A. Er stolperte durch und stolperte dort und brach sich einen Arm. B. Da er dort zum ersten Mal Geschlechtsverkehr hatte. Oder C. Weil er dort in einem Brunnen kotzte. Oder D. Da er alle Brüsseler Bewohner heftig beleidigte. Das letzte? Als ob. Also da bist du dir schon, das ist schon sehr, sehr sicher. Was soll ich jetzt sagen? Das hört sich eigentlich am dümmsten an. Weil das andere ist irgendwie Quatsch, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, hört sich nicht so lustig an, sag ich einfach mal. Das ist die Taktik! Okay. Aber so 100% wissen tust du es nicht. Also das Denkmal hast du jetzt nicht gesehen, als du mal da warst. Ja. Nee. Okay. Ich gehe davon aus, der hat gekotzt. Okay, du gehst davon aus, der hat gekotzt. In einem Brunnen, genau. Das hört sich für mich, alle anderen Sachen hören sich für mich nicht so richtig an. Also das eine D meinst du, das wäre total, das wäre einfach nur lustig und C würdest du am Sinn, also am wahrscheinlichsten. Ich glaube, er hat das verwechselt. Ja, mit denen er nicht in den Brunnen reingereiert, genau. Okay, ja, dann versuchen wir das mal. Dann werden wir mal besprechen, ob wir das nehmen und dann danke für deinen Input, Papa. Ich meine, dass ich das mal irgendwo gehört habe, was auch immer, in einer Sendung als verrückte Geschichte oder so. Das ist so Klassiker Papa einfach. Ja, okay. Stimmt, ja du, wenn das bei Terra X war, dann ist das ja gut. Nee, super. Gut, dann vielen lieben Dank und dir noch einen schönen Abend, ne? Alles klar, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Okay. Sehr schön. Okay. Er hat mich total verunsichert mit dem D, aber ich glaube, er dachte, D wäre das mit dem in den Brunnen kotzen. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Oder aber er fand das einfach nur so dumm und lustig. Dass er das mal eben zur Kenntnis, also dass er appreciaten wollte, was Andi sich dafür Quatsch ausdenkt. Ich vorher, bevor wir jemanden angerufen haben, wäre C mein Go-To gewesen, weil das das Einzige war, was ich zu einer, ich sag jetzt mal, öffentlichen positiven Spin geben kann, weil er musste nämlich in den Brunnen kotzen, weil er so eine geile Nacht da hatte, weil er gesoffen hat mit den Leuten da.
Ja. Das war meine Theorie. Aber dass er da das erste Mal Geschlechtsverkehr hatte, das passt nicht. Dazu machst du in Brüssel kein Denkmal, meiner Meinung nach. Er stolperte und brach sich in den Arm. Ist einfach zu negativ. Ja, wir kriegen einen fetten, krassen Besuch und dann bricht er sich in den Arm, das machst du nicht. Und der beleidigt die Brüsseler, da machst du doch auch nichts zu. Aber wenn der Zar kommt, einen richtig geilen Abend hatte und dann so voll war, dass er dir in deinen Brunnen kotzt, dann machst du doch ein Denkmal, oder? Ja. Deswegen bin ich voll bei deinem Vater. Bin ich auch. Wir nehmen C. Okay, dann logge ich C für euch ein, weil er dort in einen Brunnen kotzt. Also die Väter kommen heute Abend sehr gut an im Chat. Das ist super. sehr, sehr gut. Also, die anderen beiden Teams, die trauen euch das zu, dass ihr das wisst. Solltet ihr das also wissen, kriegen die anderen beiden Teams 2 Punkte, ansonsten 0. Es war der 16. April 1717. Was? Das ist ganz schön lange her. Der Zar Peter der Große in Brüssel war ein ziemlich heftiger Trinker. Ha! Guck! Und der hat tatsächlich in einen Brunnen gekotzt. Richtige Antwort. Ja, schreiben. Nice. Let's go! Und ich kann euch das auch zeigen, das Denkmal, das sieht so aus, das steht da im Wald, da ist ein Brunnen und da hat er reingekotzt und die Originalinschrift lautet, er hat das Wasser geadelt. Mit seiner Kotze. Natürlich. Ja. Der Adel muss dich nur ankotzen, dann bist du schon was Besseres. Was soll ich sagen, so weit sind sie in The Great noch nicht gewesen. Timo war duschen, ja. Das wäre sehr schön, wenn du das gewusst hättest, Bram. Nur deswegen. Weil du wieder eine Doku gesehen hast. Aber das ist eine Serie, eine Entertainment-Serie. Oder eine Serie. Eine Doku, wie auch immer. Ich würde auch voll gerne Statue davon haben, wenn ich irgendwo hinreihe. Besoffen. Ja, da werden aber schon einige auch. Wenn das ein echtes Achievement, da kann man echt stolz drauf sein. Finde ich richtig geil. Das extra Blatt in Köln, ne? Die Treppe, die ist jetzt vergoldet. Also, man wüsste aber nie, von wem man das da machen sollte, weil es ist ja immer geleugnet worden bis 2 Wochen später. Ja, also, okay, es gibt Punkte für die anderen beiden Teams, weil sie haben euch ja richtig eingeschätzt, aber auch für euch, Peter und Sepp, ist nur die Frage, wie viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer wussten das denn? Das schauen wir uns jetzt an. Alle haben niemand, oder alle? Ja! Boah, 4 Punkte, nee, Peter! Es wären fast 5 gewesen. Ja, egal, 4 sind besser als 3. Ja, damit 20 Punkte. Oh. Aber die können natürlich immer noch weiter ausgebaut werden, wenn ihr die anderen richtig einschätzt. Aber es war eure letzte Frage, wieder richtig. 4 Punkte, 33%. Ganz gut verteilt, bis auf B. Mann, habt ihr ein Pech aber auch heute, muss ich sagen. Ja, wieso denn? Ja, die haben 5 Fragen beantwortet, nur eine falsche und 20 Punkte. Wir haben erst 4 Fragen beantwortet, eine falsche und schon. Ja, wirklich. Ja. Ja gut, ja. Wir haben falsch eingeschätzt. Wir haben am Anfang zu häufig nicht an euch geglaubt. Ja. Okay. Also auch nicht nur an euch, sondern auch an Nova und Reese, nicht? Und ja. Das war dann, dadurch haben wir falsch eingeschätzt und viele Punkte verloren. Also ich weiß nicht, ob letztes Mal, wir sind noch lange nicht durch, ne? Also. Ja, noch 2 Fragen. Ich bin immer noch gebrochen von der Gerstenkorn-Frage. Bin ich komplett gebrochen. Nee, Nova, Mindset, Reset, wir brauchen dich jetzt. Ich brauch dich jetzt. Okay. Gleich. Ich channel das. Ja. 4 Punkte, so. Peter, finde ich gut. Die letzte Frage für Team Brammen und Christian kommt jetzt. Und eure Frage. Wir haben ja gar keinen Joker mehr. Frage, ihr habt keinen Joker mehr, ja. Und eure Frage lautet folgendermaßen: Warum werden im Tower of London, dem befestigten Gebäudekomplex, in dem auch die britischen Kronjuwelen aufbewahrt werden, seit vielen Jahrzehnten mindestens 6 Raben gehalten? A. Die gesamte Monarchie würde zugrunde gehen, falls die Raben jemals den Tower verlassen. Oder B, die Raben werden als Fressfeinde gegen Kleintiere eingesetzt, die die Bausubstanz schädigen. C, die Raben sind notwendig, um den Safe zu den Kronjuwelen zu öffnen. Oder doch D, sie tragen kleine Kameras zur Überwachung des Komplexes aus der Luft. 10 Sekunden Zeit für die anderen beiden und für den Chat. Peter, wir spielen mal taktisch. Und ihr dürft. Smart. Okay, also, bei Sherlock. Und da gibt's eine Szene, in der Moriarty den London Tower, den Tower of London halt, überfällt. Und falls du dich daran erinnerst.
Und der ist halt innerhalb des, der Serie ist er vorher in die Schaltzentrale eingebrochen und öffnet quasi mit der App alles Mögliche, um dann halt da dran zu kommen. Innerhalb dieser Szene gab's keine Raben. Ich wollte gerade sagen, wo kommen denn jetzt die Raben hin? Also B finde ich ein bisschen obvious, aber würde ich deswegen nicht ausschließen. Indem auch die Briten mindestens 6 Raben gehalten. Meinst du, das ist die Gebated-Frage und die Raben leben gar nicht? Ja, ich dachte, mein erster Gedanke war, die Raben sind Statuen oder so und damit Schlüssel. Oder ausgestopfte Raben oder so. Ja. Aber macht das denn dann Sinn, also im Tower of London das auch zu halten, was du brauchst, um den Safe zu öffnen? Ja, das sollte das nicht möglichst weit weg sein? Dann... Ja, okay, das ist richtig. Dann das ist eine Frage. Das soll jetzt nichts ausschließen. Also. Nee, absolut. Aber das ist ein guter Punkt, der aber was ausschließen würde, was aber gleichzeitig A für mich wieder einschließen würde. Weil, wenn die Raben nicht wegfliegen können, dann könnte man diesen Brauch, dass die ganze gesamte Monarchie zugrunde gehen würde, sollten die Raben jemals wegfliegen, damit halt machen. Weil, stell dir vor, du lässt halt 6 Raben frei, die fliegen kurz nur einmal im Block und in der Sekunde berührt aber keiner der Raben gleichzeitig den Tower of London, dann sind die alle weg. Ja, aber warum? Ja, also ich habe verstanden, ne, aber warum sollte daran die Monarchie zugrunde gehen? Das ist einfach nur so ein Aberglaube. So wie in Glasgow oder so ist es so, wenn der König vorbeikommt, bekommt er immer ein oder die Königin bekommt ihr immer ein Strohbett und Eis von einem Berg. Ja, ja, aber da muss immer mindestens ein Rabe sein, weil ein Rabe, keine Ahnung, wie alt die werden, sagen wir mal 10 Jahre oder so, oder von mir aus 15, 20. Ja, genau, 20. Aber vielleicht muss da ja kein lebender Rabe sein. Okay, warum sind es mindestens 6? Das haben wir auch noch nicht. Also, ich meine, warum mindestens 6? Bei A könntest du auch mit 4 Raben einfach 3 fliegen lassen und einen immer da lassen. Das ist richtig. Da könntest du auch 2 Raben halten und einen fliegen lassen im Wechsel und den anderen da lassen. Oder einen, ja. Also, die Raben werden als Fressfeinde eingesetzt. Okay, ist immer noch, finde ich, drin. Ja. Die Raben sind notwendig, um den Safe zu öffnen. Naja, mindestens 6, damit er halt, ne, wie hier bei Indiana Jones, ne, der Kelch, du kannst ja auch den falschen nehmen. Also wäre jetzt blöd, wenn du immer nur den einen richtigen da stehen hast. Ja, das wäre dann halt für mich auch dieses Ding von wahrscheinlich sind die Raben ausgestopft. Finde ich irgendwie nicht cool. Seit vielen Jahrzehnten steht da kleine Kameras. So lange gibt's kleine Kameras doch noch gar nicht, seit vielen Jahrzehnten. Ja, das ist richtig. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also B oder C. 07 hatte ich schon. Ja, aber das hat ja einen praktischen Brauch, oder? Muss nicht. Nee, also die Kameras wären so, ja in einem Alltags... drauf. Wenn ich mir von manchen Sicherheitskameras die Videos angucke, da kannst du immer noch nichts drauf erkennen. Also B oder C? Da finde ich C cooler als B. Ja, finde ich auch. C ist die coolere Antwort. Ja. B deswegen ist wirklich so richtig so, ja, wir haben halt hier so, wir haben halt Katzen Debate? Für die Mäuse und Raben halt für die Viecher an der Wand. Hahaha. Danke, Andi. Ja, von mir aus nehmen wir C. Ich finde das irgendwie cool. Die sind bestimmt ausgestopft und haben irgendwie eine andere Struktur und die musst du da irgendwie mit rein. Ja, so ein Fuß oder so, der anders ist, der ein Schlüsselform hat oder so. Ja, ich finde auch C, finde ich cool. Also? Nehmen wir C. Also nehmen wir A. Also ihr sagt, die Rahmen sind notwendig, um den Safe zu den Kronjuwelen zu öffnen. Ja. Und wir haben mal wieder eine Diskrepanz sozusagen zwischen den anderen beiden Teams, denn Peter und Sepp sagen, Peter und Sepp müssen gegen uns wetten, sonst kommen die ja nicht mehr ran. Genau, wir müssen gegen sie wetten. Sagen, das wisst ihr. Ja, genau, taktisch gespielt jetzt. Weißt du die Antwort, Sepp? Nee, aber ich persönlich hätte A gesagt. Same. Ich habe keine Ahnung. Okay. Die richtige Antwort. Dort werden Raben gehalten, weil... Bitte nicht B.
die gesamte Monarchie zugrunde gehen würde, falls die Raben jemals den Tower verlassen. Ich hab nichts gemacht, aber ja! Aberglaube, das ist Aberglaube. Genau, ja, bestimmt. Weißt du, Game of Thrones, die Raven, die kommen ist, und dann... Was hat Aberglaube. Der mit Game of Thrones zu tun, Alter? Game of Thrones basiert sehr viel auf der britischen Geschichte. Echt? Ja, an auf den Rosenkriegen. Vielleicht. Aber die sterben doch irgendwann. Bringen die Raben irgendwie Zettel in so, weißt du, wie so Leuchtfeuer in China und wenn die Raben losfliegen, dann bringen die irgendwo was hin und dann wird das Ende also, der Welt verkündet? Man nimmt tatsächlich, das habt ihr auch schon richtig analysiert, man stutzt denen die Flügel, dass sie nicht wegfliegen. Und der Legende nach ist es so, Karl der Zweite, also damals gab es eine Rabenplage quasi im Tower of London, da waren sehr viele Raben. Und Karl der Zweite befahl deswegen die Tötung der Tiere. Aber sein Astronom John Flamsteed, der hat nämlich Kot auf seinem Teleskop entdeckt, deswegen wollte er die eigentlich töten lassen. und dann wurde ihm aber eine Legende erzählt, die besagt, dass der White Tower die Monarchie und das gesamte Königreich zugrunde gehen, falls die Raben jemals den Tower verlassen. Und deswegen hat er sich dann davon abbringen lassen. Und das hält sich bis heute. Deswegen werden einfach da Raben gehalten, deren Flügel dann gestutzt werden, damit die nicht wegfliegen können. Heißt, die werden verstümmelt? Ja. Ja, die können halt nicht mehr fliegen. Nee, und ach, da stutzen sie sich auch. So die Haare better safe than sorry halt, ne? Ist immer noch besser als einer, weil der kann ja auch einfach so sterben. Ja, Das ist ja wild. Interessante Lösung. Das heißt, Lösung, die haben einen Dude auch, der angestellt ist, sondern Dudine, die nichts anderes macht, als das die ganze Nacht zu gucken. Ich wollte auch gerade sagen, die haben eine leben. Kostenstelle im Königshaus, die heißt unnötige Raben halten und stutzen. Ja, und Tier quälen. Ja, und Tier quälen. 1 Million pro Jahr. Mega. Ja. Peter, was isst du da? Peter lutscht. Martis Eis. Okay, das ist mega heiß. Ich wollte ja nur fragen, es hat mich nur interessiert. Okay, also ihr wusstet das nicht, das heißt, es gibt keine Punkte. Die einzigen, die Punkte bekommen, sind Peter und Sepp, nämlich die 2. Das bringt sie auf 22 Punkte. Hätte nicht trotzdem dürfen. Ja. Aber wir schauen noch. Vierer holen. Ja, genau, also Nova und Reese können ja noch Punkte machen gleich. Wir schauen aber, wie viele Punkte es gegeben hätte, hättet ihr diese Frage richtig beantwortet. Wie viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer sagen A? Oh. 53%. 4 Punkte. Nur 5% haben sich verzählt. Hätte ich niemals gedacht, dass das A ist. Never ever. Tja. Das war auch eure letzte Frage. 2 habt ihr falsch beantwortet, 3 richtig. Also sehr viel besserer Schnitt als in den ganzen Folgen davor, auf jeden Fall. Da wurden ja teilweise gar keine Fragen richtig beantwortet. Das ist richtig. Ja. Und wir kommen jetzt zur allerletzten Frage des heutigen Abends. Und die geht an Nova und Reese. Seid ihr ready? Nein. Ja, komm, doch. Doch, wir holen jetzt 5 Punkte. 5 Punkte Gleichstand. Okay, 5 Punkte sind noch drin. Das heißt, es kann auch gleich gezogen werden mit Bram und Christian. Und eure Frage lautet, was prüfen Hunde, bevor sie ihr großes Geschäft machen? Leute, das weiß ich, B. Das klingt tatsächlich unklug. Das Magnetfeld der Erde. Oder B, die Luftfeuchtigkeit. Oder C, die Distanz zum nächsten Gewässer. Oder doch D, ihren eigenen Puls. 10 Sekunden für die anderen beiden Teams und für den Chat ab jetzt. Das ist die letzte Frage. Sepp, was denkst du, warte noch kurz. Was denkst du, klicken Bram und Chris? Ich weiß es nicht. Okay. Für alle ist hier noch was drin. Und ihr bin ich valide. Es ist 50-50. Es ist wirklich 50-50. Na, was habt ihr gedrückt? Magnetfeld, Luftfeuchtigkeit, Distanz zum nächsten Gewässer, ihren eigenen Puls. Halt also ich hab einen Hund und ich hab halt noch nichts davon gesehen. Nee, also halt, die drehen sich halt um. Meistens gucken die einen, wenn die kacken, gucken die einen an. Im Sinne von so, wenn jetzt jemand kommt und mich hier auffrisst, dann guckst du, ne? So, bin hier gerade hier, bin vulnerable. Ja. Was würde Sinn machen? Ich meine, Luftfeuchtigkeit könnte irgendwas Praktisches zu tun haben, so im Sinne von irgendwie, wie ihre Duftstoffe verbreitet werden oder sowas. Magnetfeld macht ja, glaube ich, gar keinen Sinn. Ihr eigener Puls, vielleicht brauchen sie einen gewissen Puls, da, um ihr Geschäft machen zu können. Dass also gucken, eigener Puls würde ja nur Sinn ergeben, weil sie, wenn die groß Geschäft machen, dann befinden sie sich in einer sehr anfälligen Situation. Okay, oder so, ja. So, dann würde das ja sagen, dass sie denken, Predator, die sie essen wollen, würden ihren erhöhten Puls
mitkriegen wie Schlangen oder sowas, die sowas checken. Ja. Aber Distanz zum nächsten Gewässer funktioniert ja eigentlich auch zum Beispiel für Hunde, die in der Stadt leben oder so gar nicht. Ja, aber Magnetfeld, Kompass raus. Ja, ich weiß, aber fand ich lustig von der Augen, so, ich muss kacken. Ja, okay. Da muss, es gibt ja manchmal einfach kein Gewässer in der Nähe und die trotzdem kacken Hunde. Ja, und ich glaube auch, also das B war jetzt, glaube ich, ein Quatsch-Call. Also ich glaube, Puls ist raus. Ich hab das gesagt, bevor da was stand. Hier ist halt D. D ist, ich glaube. So, also ich glaube, die Hunde sind gar nicht in der Lage dazu, ihren Puls zu checken. Oder Livis kennt das Konzept vom Puls ja überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist ein Quatsch-Call. Ja, aber vielleicht haben sie halt in sich ein Gefühl, weißt du, so sie, vielleicht merken sie halt ihren Herzschlag und sagen halt irgendwie deswegen dann irgendwie, ich kacke oder ich kacke nicht. Oder vielleicht ist es halt so, sie kacken so oder so, also es hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt auf einen gewissen Puls kommen wollen, um zu kacken, aber dass es irgendwie doch so was Instinktives zu tun hat mit dem, was du vielleicht meintest. Dass es irgendwie, dass sie sagen, bin ich bereit, irgendwie abzuhauen. Boah, nee, macht eigentlich keinen Sinn. Denkt dran, dass ihr ja noch einen Joker habt. Ja. Ja, wir können ihn da eh rausschallern, den Joker schon. Ja, komm, mach ihn. Meine kostet ja nichts. Aber ich hab einen Call. Da habe ich eine Idee. Aber das ist das Einzige, was jetzt halbwegs Sinn ergeben würde. Aber ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es A ist. Aufgrund dessen, dass ganz oft es so ist, dass Tiere also Magnetfelder spüren. Also sowas wie Vögel tun das, Fledermäuse. Vielleicht ist es bei Hunden auch so. Okay. Das könnte ich mir halt vorstellen. Die haben einfach Bock da drauf, so in dem Magnetfeld sich hinzu. Keine Ahnung, vielleicht wollen die nach Mekka kacken oder so, ich weiß es nicht. Stimmt, wir wollen ja nicht die Religion des Hundes assumen, ne? Ja, so. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie, keine Ahnung. Lass mal den Chat reinkicken. Ja, ja. Was er sagt. Okay. 15% sagen C, 23% D. Das sind die beiden Antworten, die am wenigsten Votes bekommen haben. Können wir nicht mehr 15 Punkte kriegen. 5 Punkte kriegen. Das ist richtig. Ja, das stimmt nicht. Also. Distanz zum nächsten Gewässer, nein. Luftfeuchtigkeit, nein. Puls und so, das sind alles Faktoren, die für uns Menschen Sinn ergeben. Ein Hund wird damit nichts anfangen können. So. Magnetfeld der Erde ist das Einzige, wo ich mir irgendwo denke, das ergibt Sinn, weil es ganz oft bekannt ist, dass Tiere das Magnetfeld spüren können. Ja, Die da viel mehr checken, als dass wir nicht checken. Und diese Luftfeuchtigkeit, Distanz und Puls sind alles Faktoren, die ein Mensch realisiert. Aber ein Hund checkt doch auch die Luftfeuchtigkeit, oder? Als ob er das nicht merkt. Ja, aber... Ich meine, ein Hund riecht ja auch, wenn du Diabetes hast oder so. Der checkt doch irgendwie safe. Ja. Also ich meine, okay, ich bin bei dir, dass er es vielleicht spüren kann, aber was hat das... Also warum prüft er es? Scheißt er anders, wenn das Magnetfeld gerade... Also was hat es mit seinem Schiss zu tun? Keine Ahnung, vielleicht wollen die nach Norden scheißen oder so. Ich bin doch genauso los wie du, Reese. Ja, ich weiß, ich überleg nur laut. Luftfeuchtigkeit könnte irgendwas mit dem Geruchsstoffen zu tun haben. Mann. Am Ende des Tages, ne, aber gut, aber scheißen würden sie so oder so. Das Gewässer ist auf jeden Fall ganz raus. Ja, ich weiß es nicht. Luftfeuchtigkeit und wegen Revier markieren oder so, das würden sie ja beim Pinkeln auch machen. Hier ist ja was sie nur beim großen Geschäft machen. Ja, vielleicht orientieren sie sich halt damit oder so. Ja. A. Ihr nehmt A, final. Ja. Ja? Ja. Wir haben die Punkte am Ende leider schon zu früh verschenkt. Boah, ist das schwer und spannend, ey. Okay, dann logge ich für euch ein. A. Ihr sagt, Hunde prüfen das Magnetfeld der Erde, bevor sie ihr großes Geschäft machen. Das ist jetzt voll wichtig noch alles. Das ist mega wichtig, ist alles drin. Ja, es ist noch alles drin. Hätten wir lieber D genommen, weil wenn es falsch ist, sind wir eh raus. Wenn es richtig wäre, würden wir... Ihr hättet C nehmen müssen, weil dann hättet ihr noch 5 Punkte kriegen können. Ja, aber C ist ja Quatsch. Ah, D wären auch 5 Punkte noch gewesen. Ja, okay. D auch, ja. Unter 30 oder was ist das? Stimmt. Genau, die Grenze sind 30%. Ja. Ja, am Ende, wenn es jetzt wieder so ein Demoment ist, dann entferne ich mich hier aus der Konversation. Kurz und schmerzlos. Komm. Die letzte Frage. Es ist die letzte Frage des Abends, es ist noch alles drin. Und die anderen beiden Teams sagen, dass ihr das wisst. Nein! Oh, shit! Okay. Weil die das wissen. Eigentlich? Ja. Dann ist jetzt alles klar. Dann ist es alles klar. Ja, okay. Können Hunde nicht Magnetfelder sehen?
Die richtige Antwort lautet: Hunde prüfen vor dem großen Geschäft. Das Magnetfeld der Erde. Richtige Antwort. Okay, das krass. War gut. Macht halt keinen Unterschied mehr, oder? Nee. Zwei Punkte. Wir sind Zweiter, Peter. Genau, ihr habt euch den Platz gesichert. Zwei Punkte jeweils für Peter, Sepp und Brammen Christian. Ist da auch eine Erklärung für? Oder? Ja, da gebe ich sofort eine Erklärung. Das bedeutet aber jetzt schon, egal wie viele Punkte ihr jetzt bekommt, ihr seid auf jeden Fall damit Dritter. Und damit gewinnen Brammen und Christian diese Folge. Und Peter und Sepp sind Zweite mit einem Punkt knapp hinten dran. Danke, danke. Völlig verdient natürlich. Wir haben am wenigsten Fragen gewusst. Ja, das ist die Show. Das ist die Show. Das ist immer ja, natürlich stimmt, wir haben nur drei Fragen richtig. Ja. Ja. Also, Hunde haben einen Magnetsinn. Das ist so, das hat man rausgefunden. Und also man weiß natürlich jetzt nicht genau, warum sie das tun, aber sie haben eben diesen Magnetsinn und verrückt. Beim Kacken richten sie sich gerne Nord-Süd-Richtung aus. Das ist so. Also, ja, Nord-Süd-Richtung. Das heißt, entweder gucken sie nach Norden oder nach Süden, je nachdem. Das scheinen sie zu favorisieren. Hunde laufen dann meistens so ein bisschen rum, ne, checken das erstmal und dann wird final sich hingesetzt. Ja, so ist das, hat man festgestellt, was denen das bringt. Weiß man, soweit ich weiß, noch krass. Nicht. Ist aber so. Ihr kriegt aber trotzdem Punkte, weil ihr habt es ja gewusst. Ist nur die Frage, wie viele. Es ändert nichts, aber vielleicht noch mal für die Ehre eventuell. Letzte Runde so doppelte Punkte, oder? Die Frage war tatsächlich schwierig. Also ich bin mal sehr gespannt. War mega schwer. Fünf Punkte! 26% haben das mal gesagt. Das heißt, ihr habt noch mal abgeräumt. Es hätte... wenn ihr nicht beliebt hättet, dann... So close. Dann wärt ihr jetzt Erste, genau. 23, 24, 25. Hättet ihr mal D bei den Gerstenkörnern genommen? Aber, also super knapp, ihr alle, ne? Nur ein Punkt jeweils Unterschied. Also sehr, sehr eng. Ja. Komm mal nach von Gerstenkörnern. Ja, das war diese Folge. Ich weiß, was du nicht weißt. Also Glückwunsch an Bram und Christian für den Sieg. Glückwunsch. Ja, danke. Dankeschön, Andi. Ne? Danke fürs Vorbereiten. Andi, Andi bester Mann. Die Frage war richtig cool diesmal. Ja, ich habe mir gedacht, das muss auch mal ein bisschen mehr gewusst werden. Die letzten Folgen hatten wir ja sehr viel, wo nichts gewusst wurde oder nicht sehr viel. Deswegen diesmal ein paar Fragen, die man vielleicht auch mal beantworten kann. Ich hoffe, das hat ganz gut funktioniert, auch für euch beim Zuschauen, liebe Leute im Chat. Ja, vielen Dank an alle fürs Zuschauen, für euch ans Mitmachen, vor allem Nova und Reese. Ja, danke, dass ihr mir gemacht habt. War sehr cool. Unterhaltsam. Dankeschön auch an diejenigen, die hier gesubbt haben oder Subs verschenkt haben oder donated haben, Bits gecheert, wie auch immer. Ne? Ihr wisst ja, was gemeint ist. Dankeschön auch dafür. Ihr dürft natürlich auch bei Nova und Reese gerne subben, habe ich ja schon gesagt. Absolut. Und ihr streamt ja noch weiter oder? Ja. Ja. Geht noch weiter, der Adia. Ja, gut, dann haben wir jetzt natürlich ein Problem mit dem Raiden, ne? Oh. Weil ich würde mal sagen, man sagt immer Ladies first, aber in dem Falle, weil ich so ein, weil ich hier Reese hier gezwungen habe, mein Mitstreiter heute zu sein, finde ich, würde, wenn Reese das gebühren. Okay. Oh. Oder macht auf Google.de diesen Münzwurf. Ja, also wenn Nova das sagt, dann. Ja, gut. Komm, dann melde ich mich nicht. Aber dann müsst ihr das übernehmen, weil ich verkack Raids immer, ne? Ich moderiere ja, weil dann du die auch nie machst, Minuten du lässt weiter. Die immer uns ja, machen. Mach ja, weil ich kein Vertrauen in mich selbst habe, so ist das nun mal. So, aber Mr. ihr seid ja auch hier die Profis. Ja? Mr. Genau. Unterstrich. Ja. Nicht, dass auch irgendein mexikanischer Mr. Rezo oder sowas hier. Ah, der freut sich auch. Gibt kein Mr. Rezo. Also nochmal, ne, danke auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ihr mitgemacht habt. Das ist natürlich auch immer super. Ohne euch wird das Ganze natürlich hier nicht funktionieren. Und natürlich auch an die ganzen Mods, die hier wieder schön aufgepasst haben, Auge drauf gehabt haben. Dankeschön fürs Mitmachen. Ein Auge. Und auch die jetzt eventuell die Farben falsch sehen. Ich habe viel gelesen im Chat. Ja. Ich hoffe, bis morgen nicht mehr. Dankeschön fürs Mitmachen. Und dann sehen wir uns in einer der nächsten Live-Spielshows oder in einem der nächsten Streams wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Ciao.